Moin Moin und hallo! Herzlich willkommen, da seid ihr schon. Wir spielen eine Runde Raft live auf Rocket Beans TV. Ich freue mich sehr auf euch. Jetzt geht's zurück in die unerkundeten Weiten des Weltmeers. Hello! Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit miteinander. Zack, wir zocken eine Runde Raft. Lang ist es her. Wir haben es damals ja auch ein bisschen mit den Boys zusammen gespielt, die sehr schlechte Raft-Spieler sind, das muss man sagen. Heute spielen wir mal meinen alten Save. Ich habe im Sommer ein Raft-Spiel zu Hause gezockt. Da habe ich ein bisschen Zeit gehabt, da habe ich rumgelungert, Star Trek geguckt und nebenbei Raft gespielt. Und das ist aber schon lange her. Und jetzt gab es ja im Dezember ein größeres Update mit, die Inseln wurden ein bisschen aufgepeppt, ein paar neue Inseln, ein paar vorhandene Sachen wurden verbessert und so weiter. Und ich wollte es mir einfach mal angucken. Ich hoffe, dass es in meinem Save auch inkludiert ist, das Update. Ich habe keinen Lipgloss drauf, Acid Burner, weil das so glänzt, ne? Das ist einfach nur so eine Fettschmiere, weißt du? Bist du sehr interessiert an meinen Lippen? Sonst kannst du mir eine DM schicken und dann quatschen wir ein bisschen über meine Lippen und was sie alles tun können. So. komm mal mit dir ins Spiel rein. Das ist tatsächlich mein alter Spielstand. Guck mal hier, und ich zeige euch erstmal. Oh, jetzt ist es hier schön bei Nacht. Kletter mal hier oben rauf. Der ist aus dem Sommer, wie gesagt. Und ich hoffe, dass diese Änderungen auch auf vorhandene Safe Games angewendet werden. Da ist der Hai! Ich hasse ihn so sehr, weil der immer mein Schiff kaputt frisst und man kann ihn nicht dran hindern. Er nervt einen. Das ist mein Raft, mein kleines, aber feines Raft, was ich gebaut habe. Und ihr seht überall da, wo Farbe fehlt, da frisst der Hai ständig mir die Planken weg, ne? Und da ich keinen Nerv habe, ständig alles nachzufärben, muss ich also damit leben, dass da so kleine Schandflecken sind. So, dann gehe ich hier mal wieder runter. Ich hatte hier tatsächlich hier oben, bin ich noch nicht fertig, das ist eine Aussichtsplattform. Dann habe ich hier verschiedene Räume, weil ich dachte, wenn die Jungs, ich wollte die mal einladen, dass sie mit mir zusammenspielen, da habe ich hier für jeden so einen Raum gemacht, ne? Hier unten habe ich gedacht, Eddie, Buddy, Simon, jeder kriegt hier seinen eigenen Raum. Da können die sich das hier schön machen. Und dann sind die aber nie gekommen. Das habe ich für die gebaut. Guck mal, seht ihr, könnt ihr die Farbkombination eigentlich erkennen? Das ist schwarz, weiß, blau, nur der HSV. Erkennt man, ne? Vielleicht baue ich da noch so eine Raute rein. Man kann ja eigentlich theoretisch auch eine Raute bauen, weil man so Dreiecksteile bauen kann auch. Genau, das sollte eigentlich der Raum sein für die drei Karpaiken. Die sind aber nie meiner Einladung gefolgt. Sie wollten einfach nicht kommen. Hier habe ich einmal so einen Rundgang aus. Ah! Ich hasse dich so sehr. Habt ihr das gesehen? Wie der Lump schon wieder an mir rumgenagt hat. Oh, wie ich ihn so sehr hasse. Mal schnell mal reparieren. Ich habe extra hier hinten so einen kleinen Schwanz gelassen, den ich mit Eisen verstärkt habe, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass Haie gerne auf so exponierte Teile gehen. Und da habe ich richtig hier so Eisen verbraten, aber der geht da einfach nicht ran. Hier ist ein Fenster. Genau, zack. So, das ist also das Hinterteil, ne? Da geht auch bald die Sonne auf. Dann, klar, Palmen sind wichtig, ne? Guck mal da, ein paar Fackeln. Hier ist das Segel und hier wird auch Essen zubereitet. Ich nehme mir mal hier so zwei gebackene Kartoffeln, weil ich dann doch schon wieder ein bisschen hungrig bin. Und ein bisschen Wasser. Hier muss ich auch saufen, da muss man immer aufpassen. Und dann muss ich direkt mal auffüllen. Da ist die Auffüllstation, muss ich immer so machen. Guck mal hier. Salzwasser, Süßwasser. Salzwasser, Süßwasser. Da habe ich einen so einen kleinen, so eine kleine Öffnung gelassen, damit ich immer relativ schnell das hier auffüllen kann. Ich glaube, mehr geht, glaube ich, nicht. Oder? Nee, mehr geht nicht. Genau, der wird jetzt das Wasser hier schön in Süßwasser destilliert. So, die Sonne geht auf. Dann zeige ich euch mal eben. Ach so, das sind hier meine Freunde, die habe ich alle getötet. Das ist Heiko, das ist Shark de Triumph. Und dann haben wir hier noch High Five, weil es der fünfte war natürlich. Highlander und Hyper Hyper. Und das hier, hier ist auch nochmal eine Süßwasserversorgung. Hallo, die werden hier alle schön eingesammelt. Hier ist vorne, logischerweise. Und dann zeige ich euch nochmal mein Kabuff hier oben, wo ich wohne. Hier zum einen gibt es hier so einen kleinen Entspannungsraum mit einem Schuh, wo man Pflanzen wachsen lassen kann. Hier habe ich auch noch so eine kleine Kiste mit einem Kapitänshut. Und
Da hänge ich so rum, wenn ich arbeiten muss. Ne? Das ist das Arbeitszimmer. Und hier oben ist so mein Entspannungszimmer. Hier ist meine Hängematte. Und hier ist auch mein... Oh, guck mal hier. Das ist mein Radar. Und das zeigt mir an, hier in 300 Metern oder was, da befindet sich was. Da steuere ich mal jetzt hin. Wir kommen so langsam drauf zu. Es ist dann eher so ein bisschen der rechten Seite. Da hinten sieht man es schon. Seht ihr die Bäume, wie sie sich aus dem Himmel schälen? Da hinten, da ist eine große Insel. Da steuern wir jetzt mal drauf zu mit unserem Super Raft. Hier kann man Sachen wachsen lassen, Bäume und so weiter. Und ich steuere mal unser... das ist ein bisschen tricky. Leute, bisschen so in diese Richtung. Denn da befindet sich offensichtlich die Insel. So, hat der Hai schon wieder irgendwas weggefressen? Ich muss immer aufpassen, dass der nicht an die Ressourcen rankommt oder möglicherweise irgendwas, irgendeine Planke wegfrisst, wo was Teures ist. Zum Beispiel hier, da habe ich mir hier diese Schmelzöfen gebaut. Das wäre natürlich frech, wenn der die wegfrisst. Das ist der Anker. Klar, wenn da, das ist die Insel. Ich muss ein bisschen mehr nach rechts drehen. Alter, immer die falsche Taste. So, es ist, wie gesagt, echt lange her. Und man verlernt so schnell alles. Habe ich irgendwo einen Paddel? Dringend Paddel, dass ich mich da so richtig ranpaddeln kann. Von welcher Seite will ich denn? Ist da eine Steilküste? Ich muss weiter nach rechts. Ich glaube nämlich, da rechts ist der Strand. Das ist eher eine Steilküste. Da, ich will eher so nach rechts. Da muss ich natürlich mal ein Paddel. Ich muss immer gucken. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich was eingelagert habe. Habe ich nicht irgendwo noch ein Paddel? Guck mal, das sind meine Ressourcen. Aber ich sehe irgendwie kein Paddel. So, das ist hier nur Plastik. Plastik! Okay, Miste. Was kostet ein Paddel? Ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Wo haben wir es denn? Erstmal wieder reinkommen. Das ist so lange her. Hier muss es sein. Paddel. Kunststoff und Seile. Dann gib mir mal schnell ein bisschen Kunststoff und Seile. Habe ich nicht hier irgendwo Seile? Seile kann ich bauen. So, Paddel. Schnell gepaddelt. Und jetzt kann ich... Warte mal. Ah ja, doch. Das sieht gut aus. Oder? Nee, das sieht nicht richtig gut aus. Aber ich komme hoch. Doch, das passt schon. Das ist okay. Da kann man anlanden. Paddeln wir uns da mal hin. Und da gibt es jetzt eine Menge zu tun, Leute. Ah, ich wusste das, dass du das nutzt. Oh, wie ich ihn hasse, diesen Hai. Nein, ich werde ihn nie lieb gewinnen. Das ist unglaublich. Wie der alles zerfrisst, was ich mir hier aufbaue. In mühevoller Arbeit, ne? Ah, wie sehr ich ihn hasse. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Meine Güte, dummer Hai. So, jetzt kann ich hier mal den Anker lichten. So, Leute, Anker werfen. So, jetzt wird mein Schiff auch nicht mehr... Mal hier kann ich auch noch mal so zwei kleine Dreiecke bauen. Dann ist das ein bisschen ein schönerer Übergang, ein bisschen weicher. Ich glaube, da hatte ich auch mal welche, aber die hat der Hai gefressen. So, jetzt bin ich hier. Und jetzt gibt es eine Menge zu tun. Und zwar, oh Gott, da ist ein Schwein. Und der kommt hier nicht hoch. Und er weiß überhaupt nicht, wie ihm jetzt geschieht. Weil ich ihn jetzt töten werde. Oh. Alter, lächerlich. Lauf nicht so weit weg! Schwein! Diesen Vogel da hinten, der ist richtig garstig. Richtig garstiges Drecksvieh. Der schmeißt Steine auf mich rauf. Mein Hass auf ihn ist jetzt schon sehr groß. Der kann einem richtig wehtun. Daran erinnere ich mich. Okay, warte. Schon, jetzt ein Pfeil verbraucht. Der Lump ist weg. Besser! Er will Steine schmeißen! Habt ihr gesehen? Was für ein Schweinegefährt ist das eigentlich? Weil ich bin ihm zu nahe gekommen und das findet er überhaupt nicht gut. Oh, jetzt hatte ich da Salzwasser drin, oder? Ich muss auch dringend ein bisschen angeln, also immer der Reihe nach. Erstmal
ein bisschen Fisch besorgen, den wir angeln. Dann werden wir auf die Insel gehen. Ich will mir einen Lama fangen, denn ich brauche einen Lama für Wolle, damit ich mir wiederum hier neue Sachen bauen kann. Hier seht ihr übrigens, was ich alles schon hab. Und ihr seht, ich brauche hier für alles Weitere benötige ich Wolle. Ja, unter anderem auch so für Rucksäcke und Helme und so weiter. Dafür brauche ich Wolle. Und Wolle bekomme ich von einem Lama. Und für einen Lama brauche ich aber ein Netzwerfer. Das da. Und für einen Netzwerfer brauche ich explosives Pulver. Und für explosives Pulver brauche ich Gift. Und das Gift bekomme ich von Pufferfisch, also so Kugelfischen. Und die schwimmen hier irgendwo auch immer an der Insel lang. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich zufällig noch Gift habe. Nee. Natürlich nicht, sonst hätte ich das ja schon gemacht irgendwann mal. Ne? Schade, kein Gift. Ich muss jetzt irgendwo mir Gift besorgen. Und jetzt muss ich erstmal auch eine Angel bauen. Pass mal auf. Die, ne? Die kann jetzt immer weg. Kommt hier mal in den als Papiercontainer. So, jetzt muss ich mir eine Angel bauen. Bolzen, Seile kann ich herstellen mit den Palmen, die ich hier drin habe. Schrott habe ich und einen Bolzen. Dafür baue ich mir jetzt mal eine bessere Angel. Ich glaube, ich habe noch dementsprechend Sachen. Ich muss ein bisschen Fisch nämlich angeln. So, hier Bolzen und Schrott. Jetzt kann ich mir eine Angel bauen. Sehr schön, ihr kommt wieder zurück. Bolzen auch sind sehr, sehr selten und wichtig. Wieso habe ich denn hier so viele Zwiebeln? Kann man ein paar Zwiebeln rösten. Die sind zwar nicht wirklich ergiebig, aber dann habe ich gleich mal ein bisschen was. So, und jetzt kann ich theoretisch sogar, ich glaube, ich kann sogar hier angeln. Ja, guck mal, kann ich direkt daneben stehen bleiben. Jetzt angeln wir ein bisschen. Dann nehmen wir uns Proviant mit. Und dann geht's mal auf die Insel. Und tauchen müssen wir auch. Zack. Ein roher Buntbarsch, das sieht man immer. Rechts unten. So, während ich angel, habe ich jetzt mal die Zeit, ein bisschen auf euch zu gucken. Was schreibt ihr denn so? Angeln kann man eigentlich so akustisch schon machen. So. Wer wird gemobbt? Hi Nils. Ja, hi Fairhammer. Oh Gott, ich bin sehr hungrig. Ich muss schnell diese ekelhaften Zwiebeln mir irgendwie reinreiben. Rohe Zwiebel gegen den Hunger. Das ist ja auch ehrlich gesagt ganz schön ekelhaft. Aber so ist das halt. Man kann nicht immer alles haben. So. Was ist denn hier los? Ihr habt das nicht mitbekommen, Leute. Gibt es hier Stress oder so? Probleme bei euch? Soll ich eingreifen? Irgendein Problem? Was ist hier los? Ich versuche das gerade nachzuvollziehen, was euer Problem ist. Nun, ich kann euch nicht helfen, Leute. Ich weiß, ich glaube, es ist alles in Ordnung bei euch, oder? Alles cool hier. Ja, okay, alles cool. Sehr schön. Fischis, Fischis. So, jetzt nehme ich mir mal diese Rüben und dann packe ich da mal den Fisch rauf. Und was habe ich noch für Fische? Hier, guck mal, hier können noch welche dazu. So, oh, lecker, lecker. Dann die Rüben kommen mal weg. Dann esse ich die drei Rüben. Gebratene Bratzwiebeln, Röstzwiebeln. Und dann noch ein bisschen angeln. Vorbereitung ist alles, Leute. Ihr könnt nicht auf die Insel gehen und da was machen, wenn ihr euch nicht gut vorbereitet habt. Also wirklich, jetzt muss hier schon ein bisschen Fisch geangelt werden, ein bisschen Fisch vorgegart werden. Dann schön wasservoll saufen, bis man keinen Durst mehr hat für lange Zeit. Und dann geht's ab. Dann tauchen wir erstmal, holen die ganzen Ressourcen. Das ist so wichtig. Am liebsten hätte ich noch einen Schnorchel und Flossen. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich mir die schon leisten kann. Dann nehmen wir natürlich einen frischen Speer mit und einen frischen Haken, mit dem wir die Ressourcen von den Felswänden schaben können. Und dann wird sie richtig schön mal die Insel erkundet. Ich weiß nicht, ob die neu ist. Es gab vorher, glaube ich, drei große Inseln. Oh, da ist der Schweinemann wieder. Warte. Der ist doch hoffentlich noch angeschlagen. Komm, 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 komm. Los. Fisch, 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 Fisch. Fisch! Okay. So, und jetzt machen wir mal gucken, wo ist er? Da. Ich schleiche mich mal an. Der kann mich hier gar nicht erwischen, das ist das Geile. Alter, ernsthaft. Drüber zielen.
Alter! Das gibt's ja überhaupt nicht. Schnell wieder aufs Schiff. Die sind nämlich, diese Keiler sind ganz schön frech. Da wartet jetzt auch noch. Du dumme Sau. Und hier ist jetzt auch noch ein Hai. Was? Oh, der dumme Vogel hat mich erwischt. Das gibt's doch nicht. Das ist wirklich eine sehr fremdenfeindliche Insel hier. Jetzt muss ich mich gleich mal ausruhen. Damit ich hier nicht von dem Vogel noch platt gemacht werde. Meine Güte. So, die Fischis sind fertig. Dann packen wir jetzt mal neue Fischis rauf. Eieieiei. Das ist ein Frechdachs, oder? Wenn ich jetzt einmal kurz schlafe, dann geht's mir auch wieder besser. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich will nicht riskieren, jetzt, dass mich der Vogel platt macht. Wenn ich dann tot bin. Alter, wollte ich nicht. Ich weiß nicht, ich hoffe mal, der heilt sich jetzt nicht in der Zeit, wo er weg ist. Den Vogel muss ich irgendwie auch platt machen, der ist so nervig. Ich gehe mal eine kurze Runde schlafen, dann ist es auch wieder hell. Und dann ist meine Gesundheit wieder hergestellt. Dann geht das ein bisschen schneller, dann sind die auch durch. Und dann gehen wir mal hier auf meine Hängematte. Ist das nicht geil hier? Ist das nicht schön da an, hier ist die Insel, hier ist, guck mal hier, oh, dann legt man sich hin. Oh, schlafe ich ein bisschen unter freiem Himmel, weil es ja auch mega schön warm ist. Ach ja, aufgewacht, mir geht's wieder gut. Dann kann ich ja mal hier die Fische. Was war das? War das ein Stein oder was hat mich jetzt hier erwischt? Was hat mich jetzt hier erwischt? Habt ihr gesehen, wie viel mir das abgezogen hat? Unfassbar, ey. So, die sind aber gegart. Dann kommen jetzt noch die Makrelen darauf. Schön hier. Das gibt's doch gar nicht. Wer hat mich denn da gerade... Ja, nie erlebt. Frechheit. Was hat mich da erwischt? War das der Geier? Aber wie schnell war der denn bitte da? Das ist dumme Wildschwein. Der Geier beschützt das Wildschwein, oder? Ich stecke noch unter einer Decke. Guck mir jetzt das Wildschwein. Da. Zack, komm her. Jetzt werde ich den hier mal schön ausweiden. Gib mir alles. Sehr schön. Mal zurück aufs Schiff. Weil der dumme Geier kommt. So, jetzt habe ich ein bisschen was Geiles mir geholt. Wo habe ich denn meinen Trophäen? Habe ich nicht irgendwo ein Trophäenlager? Hier habe ich meine Haiköpfe drin. Achso, da habe ich auch tatsächlich mein Warzenschwein drin. Sehr gut. Dann, die sind auch fertig. Dann angeln wir noch mal ein bisschen weiter. Ah, ist das schön. Oder? Das war nicht der letzte seiner Art, nein, leider nicht. Die sind zahlreich. Am schlimmsten sind diese Vögel. Ich habe noch nie einen Vogel besiegt. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Aber die machen einem den Aufenthalt auf so einer Insel echt nicht schmackhaft. Die kreisen die ganze Zeit über einem und dann warten die nur drauf, dass sie einem mit ihren Riesenbrocken einen auf den Kopf geben können. Die Pfeile kann ich einsammeln. Ja, das ist eine sehr gute Idee, das stimmt. Pfeile einsammeln ist immer eine sehr gute Idee. Drei Leder habe ich jetzt auch. Ich weiß gerade gar nicht genau, was ich mit dem Leder machen kann. Aber irgendwas Schönes werde ich damit machen können. Auf. Ja, unter einen schrägen Baum stellen. Ja. Du fragst, ob da Pufferfische drin waren. Ja, da sind zwei, das ist aber nur der Kopf. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich mit dem Kopf machen kann. Das ist nicht das,
Also wenn man die tötet, kriegt man dieses Gift von denen. Und man kann die Pufferfische einsammeln. Ich weiß aber nicht genau, was ich mit dem Kopf mache, ob das auch nur eine Trophäe ist. Weil die anderen Sachen sind nur Trophäen, die kann man sich ja so aufhängen. Und ich weiß nicht, was man mit dem Pufferfischkopf macht. Habe ich die Quest von Kapitel 1 schon durch? Ja, also soll ich das jetzt ein bisschen spoilen? Ich meine, es ist kein Riesenspoiler. Achtung, wenn ihr, es ist keine Riesenstory. Ich sag kurz, was passiert ist. Wenn ihr es nicht hören wollt, 10 Sekunden Ohren zuhalten. Es gibt hier eine Basis, die kann man finden über das Radar, was ich da oben in meiner Wohnung habe. Und da bekommt man dann Hinweise, was mit der Welt passiert ist. Und es ist wohl so, dass die ganze Welt irgendwie unter Wasser ist. Und dass es aber wohl angeblich so ein Safe Place gibt. Oder vielleicht war das sogar, nee, das war nicht der Safe Place, den ich gefunden habe. Aber das ist halt so eine große Anlage. Und da gibt's dann so im oberen Stockwerk so Notizen darüber, was mit der Welt passiert ist irgendwie. So war das. Das habe ich schon gefunden. Ja, so ein bisschen Waterworld-mäßig, genau. So, das Fleisch von dem ollen Eber kann ich wahrscheinlich auch gleich schön braten. Ach, die Geräusche sind auch so schön. Das klingt so richtig schön. Ach, guckt euch das mal an. Wie geil ist das denn? Richtig Fettsteak. Also der Gewälz, der ist zu dick. Der passt da nicht mehr drauf, aber der passt da noch drauf. Sehr schön, die brate ich auch noch mal durch. Währenddessen immer so ein bisschen gucken, was der dumme Hai macht. Hier hat er schon wieder was weggefressen. Hier ist irgendwie seine Lieblingsecke, glaube ich. Die müsste ich irgendwann auch mal verstärken. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Der hat irgendwas, das ist wie so ein Stalker, der Typ. Shalker. Also, das ist mein Kollege, die Möwe, die gibt mir Federn, wenn ich Bock drauf habe. Aber ich habe genug Federn, brauche ich jetzt nicht. Ah ja, hier ist mein, hier kann ich auch Eintopf machen. Guck mal, da stehen so Rezepte. Guck mal, ich kann Fischeintopf machen, Pilzomelett. Ist das, was ist das, Süßwasser? Aber hier zum Beispiel, das ist ja klar, der Kartoffeln- und Rübeneintopf ist immer das Billigste. Kann ich ja mal einmal machen hier. Nicht essen. Will die da reintun? Da. Nee. Hallo? Wieso kann ich das da nicht reintun? Achso, so muss das sein. So, und jetzt eigentlich scheißegal. Ich glaube, ich kann sogar 4 Rüben. Das ist einfach nur ein Rübeneintopf dann. Da brauche ich aber wiederum so eine Holzschale. Die muss ich mir auch bauen. Ihr seht, das ist so. Man kommt vom einen zum anderen, ne? Das ist. Hier muss ich mir so einen Behälter bauen. Der kostet original 2 Tonnen. Das ist echt viel. Für so eine dumme Schüssel. Und die hilft. Also, die hält echt nicht lange. Habe ich überhaupt Ton da? Hier. Muss ich eine Schüssel bauen. Zack. Bitte Ton wieder weg. Jetzt habe ich, also die, quasi 4 Ladungen sind das, ne? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. So, lecker. So, nächste Ration ist fertig. Wir sind auch bald so weit, dass ich los kann. Ich brate hier nur so ein bisschen weg. Das ist der fette Wels. So, die anderen packe ich hier jetzt mal rein. Ich glaube, das reicht erstmal so an Essen. War kein Platz mehr. Leder kommt da mal raus. 6 Leder, nicht so schlecht. Zack, du kommst damit rein. Das ist mein Essensvorrat. Und der Wels, den brate ich gleich nochmal, wenn der fertig ist, als letztes. Dann machen wir mal das Leder. Hier habe ich eigentlich nur so alles, was aus dem Meer kommt, habe ich eigentlich hin, aber das Leder kommt jetzt auch mal mit rein. So, das sind meine Pfeile. Habe ich schon wieder viel zu viel von verbraucht. Das brauche ich auch nicht unbedingt, wenn ich auf die Insel gehe. Das lasse ich hier in dem Becher, nehme ich immer mit. Die Angel brauche ich auch nicht. Haken ist wichtig. Jetzt mal gucken, dass ich ein paar Sachen hier packe ich mal hier in meine Ressourcenkiste. Also die Schaufel, die brauche ich jetzt hier nicht, wenn ich auf die Insel gehe. Dann meine Angel brauche ich nicht, wenn ich auf die Insel gehe. Pfeil und Bogen brauche ich auf jeden Fall. Mein Schrotthaken ist mega wichtig. Und natürlich hier auch meine Lanzen, da muss ich mir nochmal eine neue bauen. Der Hai. Wo ist er? Nee, das war er nicht. Paranoia. Ich schieb gerade Paranoia. Wegen des Hais, weil der so kacke ist. Genau, das muss ich auf jeden Fall bauen. Seile, leere Flasche. Jetzt dieses Glibberzeug, ne? Und dafür brauche ich, also das kann ich glaube ich am ehesten bauen. Seetank müsste ich haben.
Ja. Dieses Glibber-Goo-Zeug habe ich auch. Und was brauchen wir noch? Eine Flasche. Ich habe natürlich jetzt keine Flasche da. Ist ein bisschen schade, aber ich kann mir zumindest Flossen herstellen. Dann geht das mal wieder zurück. Aber das kann ich in meinen Ofen hauen. Zack. Jetzt nehme ich hier dieses Seetang-Zeug und hau das da rein. Hier auch. Das wird dann zu diesem komischen Glibber-Goo. Dann habe ich da gleich ein bisschen mehr. Das muss man schon mal so ein bisschen vorproduzieren. So, dann, das kann dann auch raus. Jetzt habe ich zumindest mal die Flossen. Die kann ich mir hier gleich. Wie ging das denn nochmal? Muss ich mir irgendwo da reinlegen, ne? Wo seid ihr? Da? Muss ich, glaube ich, hier reinlegen? Ja. Sehr gut. So, die haben auch nur eine begrenzte Haltbarkeit. So, Fischi ist fertig. Dann kommt nochmal der dicke andere Wels darauf. Dann wird der auch fertig sein. Jetzt muss ich mal in meine Küche gehen, damit das Zeug hier nicht schlecht wird. Jetzt hole ich mir hier meine Gemüsesuppe. Und jetzt habe ich hier eine Gemüsesuppe. Und jetzt esse ich die. Lecker Gemüsesuppe. So funktioniert das. Und jetzt kann ich mir noch 21 Gemüsesuppen kochen. Oder jetzt hier diese Fische essen. Damit es jetzt ein bisschen schneller geht, esse ich mal hier so einen fetten Lachs oder was auch immer das ist. Ah, lecker, 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 lecker. Dann ein bisschen Süßwasser müssen wir schon mal auffüllen. Ihr seht, es gibt so viel zu tun. Wo ist der Spot? Da ist der Spot. Man kommt nicht an den Punkt, wo man nichts mehr zu tun hat. Das ist so lächerlich, dieses Spiel. Das noch machen und das noch machen und das noch machen. Jetzt, da vorne habe ich, glaube ich, noch frisches Wasser. Das dübbel ich mal eben, bevor ich gleich wieder einen Hustenanfall bekomme. Zack. Ja, ich habe es eigentlich so gebaut, dass ich... Warte. Zack. Leute. Zack. Zack. So. Dass ich immer mit einer Mausumdrehung da rankomme. Ich immer Zugang habe zu Salzwasser. Das sind auch schon die geupgradeten Sachen. Am Anfang muss man so ein ganz schlichtes Ding bauen, wo man auch immer Holz nachschmeißen muss. Das ist ein bisschen nervig. Jetzt habe ich hier schon etwas fortschrittlichere Technologie mir erarbeitet. So, ist mein Lachs hier fertig? Ist er gegart oder habe ich hier keine Planken mehr? Der ist noch nicht gegart, ne? Der sieht noch nicht so richtig gegart. Der guckt mich noch so. Guck mal, wie der mich anguckt. Muss das wirklich sein? Kannst du mich nicht einfach zurück ins Wasser schmeißen? Nein, du wirst jetzt gefressen. So. Gut, so langsam sind unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Ich wollte noch einen neuen Speer bauen. Wo bist du, Speer? Mal gucken. Da. Das ist sehr wichtig, hier so ein Speer, auch gerade gegen den Hai. Seile kann ich bauen, Metallbarren und Bolzen. Das ist echt alles. Das ist teuer. Ganze Scheiße. Alles kostet Geld. Nichts ist umsonst. Habe ich wieder das und Metallbarren. Das ist unglaublich, oder? Was das kostet. Mein letzter Bolzen. So, das ist schnell wieder weg. Bleibst da. Zack, Pfeile bräuchte ich eigentlich auch noch ein paar mehr. Stein, Metall, Pfeile. Kosten mich Metallbarren auch. Federn habe ich ohne Ende. Und Planken. Das Problem ist, wenn man an Inseln ist, dass man natürlich keine neuen Ressourcen bekommt, ne? Und ich glaube, ich bin so ein bisschen... Ey, da ist er, dieses Schweinevieh, Alter. Irgendwann werde ich dich sowas von... Alter Schwede, wie ich dich platt machen werde. Das gibt's überhaupt nicht. Was fällt dem eigentlich ein? So, was wollte ich jetzt machen? Federn. Warte ich nochmal, meine Federn. Hier habe ich die Federn gebunkert. So, jetzt kann ich nochmal Metall-Dinger bauen. So. So, sollte jetzt hoffentlich mal reichen. Nur noch 13 Federn. So schnell geht das. Okay. Schon wieder dunkel, die Vorbereitung, bis die abgeschlossen sind, ne? Es dauert ewig.
Aber ich sag's euch, es lohnt sich. Es lohnt sich. So, jetzt habe ich hier 30 Pfeile. Die packe ich weg. So, die kommen in den Plastikbehälter. Die sind hier verstaut. Zack. Die Palmblätter kommen hier mit da rein. Mein Fressi bleibt. Seile kann ich hier auch nochmal mit reinpacken. Pfeile bleiben, die Planken. Ich hatte mal richtig viele Planken. Die waren mal alle voll mit Planken hier, diese Sachen. Jetzt ist da gar nichts mehr drin. Plastik ohne Ende, aber keine Planken. Das ist gefährlich. Weil die wichtig sind, diese Planken. Okay, dann noch einmal saufen. Und dann können wir gleich los. Mm. Schon dunkel leider. Und dann nochmal hier so einen kleinen. So, die Zwiebeln. Packe ich da mal zurück. Wo war nochmal mein. Hier ist mein Essensspeicher. Für Rohkost. Die Schale schmeiße ich jetzt mal da mit rein. Die fünf Planken kommen noch weg. Die nehmen alle Platz weg in meinem Menü. Denn in meinem Inventar, denn das wird relativ schnell aufgefüllt durch geilen Scheiß. Deswegen will ich nicht zu viel mitnehmen. Okay, so jetzt wird es leider dunkel. Das ist ein bisschen nervig. Im Dunkeln arbeiten ist dumm. Deswegen gehe ich hier einmal kurz pennen. Und dann geht's los mit der ersten Tauchstation. Also was wir finden wollen, neben ganz vielen Ressourcen sowieso, sind am besten diese Pufferfische. Weil die Pufferfische, die geben halt richtig hier dieses Giftzeug und so weiter. So, was jetzt passieren wird, ist natürlich der Hai greift mich an. Ich habe jetzt keinen Haiköder gebaut. Einfach aus dem Grund, weil der eh ankommt. Und ich werde den einfach töten, den Hai. Und da habe ich ein bisschen mehr Zeit. So. Muss immer, jetzt wird es schön hell, jetzt kann ich immer so runter. Ah, und ich muss jetzt nur den halbwegs im Auge behalten, den Kerl. Und dann zeige ich euch mal, wie man den tötet. Dann ist der auch nicht mehr so bedrohlich. Der ist zwar nervig, unglaublich nervig, aber man kann ihn dann doch, wenn man weiß, wie, töten. Man muss nur natürlich ein Auge drauf haben, wann der kommt. Da ist er. So, jetzt komm mal her hier. Buddy, ich komm mal zu dir. Ich helfe dir mal ein bisschen bei der Entscheidungsfindung. So. So, habt ihr gesehen? Zack, jetzt habe ich mir einen gegeben. Muss ich mal wieder hoch, Sauerstoff. Ah, das hat er mich erwischt. Nee. Mehr. Mehr. Ich jetzt. Mal, wie ist das nicht geil? So wird man vom Gejagten zum Jäger. Komm her, hi. Mehr. 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 Los, hau doch nicht ab! Feige Sau, hi. Hi, Sau. Komm her. Jetzt hat er mich einmal erwischt, aber. Bleib hier! Ja, er macht nicht mehr lang. Gleich haben wir ihn. Und dann ist für eine Weile Ruhe. Also kommt natürlich ein neuer Hai. Aber für eine Weile ist dann Ruhe. Wieder erwischt. Aufpassen, jetzt nicht übermütig werden. Gibt's doch nicht. Wie viel hält er denn aus? Ihr seht schon seine ganzen Narben überall. Der alte Moby Dick. Komm her. Da, jetzt haben wir ihn. So. Okay, jetzt hole ich jetzt mal seinen ganzen Kadaver hier weg. So, und jetzt habe ich eine Weile Ruhe, um Ressourcen zu sammeln. Nicht, wie gesagt, nicht ewig, weil es kommt gleich bald ein neuer Hai. Aber ich kann jetzt hier zumindest ein bisschen gucken. So, je tiefer ich runtertauche, ihr seht auch, wie sich leider meine Flossen relativ schnell verbrauchen. Ich habe leider keine Sauerstoffflasche. Das geht echt schnell. Aber hier an diesen Wänden sind immer die guten Ressourcen. Ich muss natürlich immer gucken, dass ich nicht sterbe. Ah, ich bräuchte die Sauerstoffflasche.
relativ weit weg von der Insel. Da, okay, da unten an den Wänden kleben die ersten Sachen. Okay. Zack, das ist Kupfer. Hier, das Schrott ist wichtig. Ist alles wichtig, also früher oder später braucht man sowieso alles. Seetank, damit kann ich dann diesen Goo herstellen. Oh, schnell hoch. Oh, und wieder runter. Ah, da ist der Pufferfisch! Ah, shoot. Ah, Mist. Warte mal. Nicht aufgepasst. Okay, Mist. Der ist natürlich jetzt explodiert und ihr wisst ja, dass er giftig ist, aber der, ich habe jetzt nichts von dem bekommen. Und das ist leider sehr schade. Ah, habe ich nicht aufgepasst. Weil den brauchen wir. Und da gibt's echt immer nur ganz wenige von diesen Viechern. Mist. Ah! Ich hoffe, der kommt gleich noch mal wieder. Da! Ja! Okay. Ist ja schon wieder gekackt. Ah, ist richtig gemacht? Ich glaube ja. Ich habe ihn, glaube ich, erwischt auch. Muss ich nämlich, wenn ich ihn erwische, wenn er tot ist, dann bekomme ich natürlich seinen Kopf, aber eben auch dieses Toxin und das ist mega wichtig. So, kommt er jetzt nochmal wieder? Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Kommt aus der Richtung? Gerne. Fischi, Fischi. Fischi, 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 Fischi. Wo bist du? Pufferfisch. Ah. Mist. Ich will mich nicht zu weit entfernen, sonst verirre ich mich. Nochmal wieder. Da vorne ist auch so eine kleine Höhle. Na? Da seht ihr, da ist so eine Höhle. Gucken wir gleich mal rein. Na, baue ich nochmal ein bisschen ab hier. Was ist das denn, mich nicht jetzt überrascht? Das ist, glaube ich, nur Stein. Ne? Davon habe ich, ja, hab ich genug. Ja, ist genug. Da tolles drin. Guck mal, da gucken wir gleich mal rein. Einmal kurz. Sauerstoff. Da kommt demnächst auch wieder ein neuer Hai. Schrott ist wichtig. Schrott. Noch mehr Schrott. Das kann man auch mitnehmen. Ton. Alles ist irgendwie wichtig. So. Hoch, 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 hoch. Wo ist der Pufferfisch? Das nervt mich jetzt, ehrlich gesagt. Das wollte ich als erstes erledigen. Dass ich mir so einen Pufferfisch hole. Jetzt kommt der nicht mehr. Das ist echt Miste. Das ist echt Miste. Es gibt, glaube ich, meistens so zwei Pufferfische, die irgendwo an den Ufern der Inseln hier sich zu schaffen machen. Aber ich weiß natürlich nicht, wo genau. Deswegen kann diese Suche so lange dauern. Deswegen war ich so happy, dass ich hier gerade einen getroffen habe. Kommt er einfach nicht mehr. Die hellblaue Pflanze, diese hier, nee, die kann man nicht sammeln.
Da, wisst ihr? Die kann man nicht sammeln. Wurde gerade im Chat gefragt. Die hier kann ich sammeln, ja. Silberalgen. Achso, die meintest du wahrscheinlich auch. Ja, die Silberalgen kann man natürlich. Schrott. Schrott. Ton. Die richtig geilen Ressourcen sind halt weiter unten. Da muss man ziemlich tief für tauchen. Da seht ihr schon ein paar Sachen. Jetzt tauche ich erstmal ganz runter. Ah, guck mal, was da alles ist. Oh Gott, geil, das ist ein richtiger Eisenflöz hier. Oh, sehr geil. Sehr geil, okay. Das ist mega. Leider einmal kurz auftauchen. Hier können wir richtig unser Metallvorrat auffüllen. Sehr schön. Boah, das war ganz schön knapp. Da war ich etwas gierig. Okay, hinab. Nehme erstmal zuerst die ganz unten sind. Da sind auch noch geile Sachen. Ach, wie schön. Da kann man jetzt erstmal eine Weile looten. In der Hoffnung, dass ich irgendwann nochmal einen Pufferfisch zu sehen bekomme. Kupfer. Und wieder hoch. Oh, guck mal, seht ihr das, wie viel geiles Eisen da noch rumfliegt? Oh, ist das nice. Schnell. Los. Hoch. So, ich muss gleich in der Tat trinken und essen. Deswegen, da muss ich zurück aufs Floß. Zumindest zum Trinken. Ich habe keine Trinkflasche oder so dabei. Essen kann ich natürlich auch auf der Insel. Ich habe ja genug dabei, aber trinken nicht. Da geht's noch weiter, erstmal hoch. Und die Stelle muss ich mir jetzt mal merken. Da lag auch eine Kiste, ja. Und zwar, okay, das merken wir uns mal. Direkt hier an diesem Büscheln hier. So, erstmal schnell zurück zum hier sind so viele tolle Schätze. Okay, essen können wir schon mal. Man kann sich natürlich auch Sachen mitnehmen, wie eine Melone oder sowas, die auch Wasser beinhaltet. Dies ist der Solarmarschig. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht. Aber da oben sind sogar zwei von den Viechern. Nee, nerv. Ein bisschen knapp mit dem Wasser jetzt. Demnächst auch wieder ein neuer Hai dabei. Ja, hier sind schon die ersten Entzugserscheinung. Aber ich habe natürlich hier vorgesagt. Hatte ich das nicht ganz voll gemacht mit Wasser? Warum ist denn das alles weg? Haben mir die Vögel auch noch mein Wasser geklaut. Dann da vorne. So. Guck mal hier. Packe ich mir gleich noch eine Melone oder irgendwas ein, dass ich nicht jedes Mal deswegen zurück muss. So, machen wir voll. Kann ich schon mal nachpumpen, okay. Auskippen. So, dann noch schnell was essen. Ernsthaft. Ernsthaft, du dumme Sau. Boah, wie ich dich hasse. Du bist wirklich das Wesen, was ich am wenigsten mag von allen Wesen. So, und zwar so Mangos, genau. Ich nehme mal so 20 Mangos mit. Und ne, das Haifisch ist voll. Das packe ich dann mal hier. Den Kopf mache ich drüben hin. Der gehört natürlich hier rein, wo die anderen Köpfe auch sind. Guck mal, ich habe noch 4 Haiköpfe. Die kann ich alle schön noch irgendwie verwerten. So, kurz die Metalle abliefern. Ja, diese Alge. Nehmen wir mit rein. Steine sind in einer anderen Kiste. Und bam. Na, da. Nehme ich mal wieder her. Ordnung muss sein, oder? Muss immer alles am richtigen Platz sein. Ich mag das gar nicht. Schön viel Schrott, das ist wichtig.
wenn das hier alles durcheinander ist. So, meine Flossen sind leider auch demnächst hinüber. Okay, dann würde ich vorschlagen, einmal kurz nächtigen, dann können wir tagsüber unsere Arbeit verrichten. Dann noch einen letzten Schluck Wasser. Und dann geht's hier auch weiter. Guck mal, die Sonne geht auf, ist das nicht schön? Schön, schön. So, und eine kleine Makrele. So, und dann euch einen neuen Haken. Bald, ne? Schrott, Seile, Planke, Bolzen habe ich natürlich jetzt gerade wieder nicht. Aber Bolzen kann ich die nicht herstellen. Ja, noch geht der Haken. Ja, aber der wird nicht mehr ewig halten. Shoot. Warte mal eben. Wie war das noch? Bräuchte für den Scharniere und Bolzen. Ach, so einfach nur Metallwaren. Okay, ja gut. Ist nicht so schlimm. Dann gehen wir mal hier. Was wollte ich noch? Planken, Seile und Schrott, genau. Schrott. Dann genug. Oh, da ist ein Loch. Unangenehm. Hat der mir das kaputt gefressen da? So, Schrotthaken herstellen. Sehr gut. So, aber bevor wir gleich losgehen, machen wir noch eine kurze Unterbrechung, das mache ich aber erst. Aber wir machen das so. Ich werde mal das Menü hier so ein bisschen säubern, mir ein paar Sachen hier quasi mich davon befreien, damit ich einen schönen Tauchgang habe und viel Platz für Ressourcen. Wir machen eine klitzekleine Unterbrechung und wenn wir dann wieder da sind, dann geht's direkt wieder in die Tiefe und es wird richtig geil gelootet. Bis gleich. Again. Ich bin schon wieder im Wasser. Ich kann mich gar nicht lange angucken, weil ich aufpassen muss, dass hier nicht Haie und Pufferfische angreifen. Wir sind ein Stück vor der Stelle, wo es den geilen, leckeren Scheiß gibt. Oder sind wir schon direkt da? Ah, wir sind schon direkt hier, oder? Ja, da ist die Höhle. Da geht's gleich runter. Ah ja, sehr schön. So viel geile Sachen, die hier noch rumliegen. Guck mal, hier ist auch so eine. Da sind die ganzen geilen Sachen. Guck dir das an. Zack. Hallo? Hallo? Error. Schnell auftauchen. Oh. Gleich wird wieder ein Hai angreifen. Ich spüre es. Aber keine Zeit jetzt, lieber Hai. Wenn du kommst, werde ich mich schon. Ne, es geht irgendwie nicht. Egal, jetzt zur Wehr setzen. Ja, den Pufferfisch haben wir leider noch nicht wieder gesehen. Das ist ein Jammer. Den brauche ich echt unbedingt, um ein Lama zu erhalten. Denn, nochmal, dieser Pufferfisch, wenn ich den erlege, dann bekomme ich so ein Gift von dem. Nur mit diesem Gift kann ich so ein Zeug herstellen, mit dem ich das Lama fangen kann. Und nur mit dem Lama bekomme ich Wolle. Und nur mit der Wolle kann ich neue Sachen machen, die ich noch nicht habe. Ein Teufelskreis. Metall ist sehr, sehr wichtig. Das braucht man eigentlich fast für alles. Hier können wir die Kiste einmal aufmachen. Glas, Planke, Rezept, einfacher Fischeintopf. Ja, so ein Shit habe ich doch schon. Wieso denn nicht mal was Neues? Hoch, los, schnell, 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 schnell. Und Luft hoch. Und wieder runter. Und das gute Eisen mitnehmen. Oh, ich glaube, meine Schwimmflossen, ja, sind auch kaputt. Das merkt man doch deutlich. Es dauert ewig, bis man unten ist, muss man eigentlich schon wieder auftauchen. Jetzt so ohne Schwimmflossen ist das unangenehm. Und wieder hoch, ja, das ist jetzt echt ein bisschen mühselig. Aber da ist noch eine Kiste und da sind noch Schrottsachen, die hole ich auf jeden Fall noch. Und dann gucken wir mal so, was es hier noch in Oberflächennähe so gibt. Was ist das? Boah, ist man lange unterwegs ohne diese Flossen.
Eieieiei. Das ist echt mühselig. Ausweilig. Wie ich gerade unten ist die Hälfte schon weg. Okay. Ah, das kann ich vergessen. Na gut, das merken wir uns aber. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter, was es hier noch so Geiles gibt. Auf der Insel selbst gibt es natürlich Tiere, Bäume, Früchte, Pflanzen, alles Mögliche. Manchmal gibt es auch so Schätze und vor allen Dingen gibt es da hinten diese riesigen, nervigen Drecksvögel. Und was ich eigentlich natürlich hier wollte, sind diese Pufferfische. Ich könnte theoretisch auch online nachgucken. Aber ich erkunde jetzt erstmal die Insel. Online gibt es so Karten, da kann man es verzeichnet, wo so die Pufferfische wohnen. Jetzt gucken wir uns diese Insel so ein bisschen an. Hier irgendwas Geiles versteckt. Nee. Und wir müssen uns in Acht nehmen, natürlich. Vor diesem Flugvieh. Es gibt auch andere Gefahren, aber den einen Eber habe ich ja schon platt gemacht. Ich habe auch nicht mehr so viel Platz im Inventar, sodass das fast ein bisschen verschwendet ist. Jetzt hier die Insel zu erkunden, denn ich kann gar nicht mehr so viel schleppen. Zum Beispiel diesen Baum hier. Ich habe auch keine Axt dabei, fällt mir gerade ein. Da ist er. Ja, nee, dieses elendige Drecksvieh. Hier wäre so ein umgeknickter Baum. Da unten lungern sie. Da ist noch so ein Eber. Da kommt er mit seinem Stein. Na, ich probiere mal das. Na, kommt er? War da nicht gerade einer? Da? Also treffe ich die nie im Leben. Ich treffe die nur, wenn die direkt vor mir sind irgendwie. Und wenn ich mich hier verstecke, wenn er mich hier nicht trifft. Da unten ist er und holt einen Stein. Ja. Stecke ich mich hier? Okay, so bringt das natürlich nichts. Ich muss ihn natürlich irgendwie auch ins Visier nehmen können, ne? Wo bist du? Da. Setz dich hin. Oh, ist viel zu kurz. Ne. Okay, warte, jetzt. Ah! Ah, und nicht mal richtig gestanden. Mist! Aber so kann es theoretisch klappen, wenn er so auf mich zukommt. Aber das sind noch zwei von denen, die direkt über meinem Schiff. Das sieht übrigens, von hier sieht man das ganz cool, mein Schiff, oder? Das sieht ganz gut aus. So ein bisschen so wie so ein Bird of Prey. Für alle Leute, die Star Trek kennen. Das ist ein Süßwasser. Ist das Süßwasser? Nee, das ist schon Meerwasser. Dummer Schwein. Alter, den habe ich halt überhaupt nicht kommen sehen. Und wo kam der denn? Hallo? Vogel. Muss man mich ein bisschen aus der Deckung wagen. Alter, das gibt's doch überhaupt nicht! Ah! Oh, ist das gefährlich. Oh, ist das gefährlich. Wenn er mich jetzt noch einmal erwischt, bin ich halt einfach mal tot. Vielleicht soll ich mal speichern. Welt speichern. Oh, da kommt er! Ich traue diesem Braten nicht. Ich muss abhauen. Wenn die mich nur einmal erwischen, dann bin ich mausetot. Ich traue denen nicht. Diese Jagd ist vorübergehend pausiert. Kein Bock jetzt durch einen Steinschlag, dass mein Leben verwirkt ist. Ich laufe mal schnell zurück. Es wird eh Nacht. Und ihr wisst ja, wenn es Nacht ist, dann kommen die dunklen Gestalten aus ihrem Loch und dann ist eh blöd. So, jetzt ist hoffentlich der Hai nicht direkt hier bei mir. Der ist nämlich auch immer sehr hungrig. Oh. Das ist alles gefährlich in der Nacht. Schnell abhauen und eine Runde schlafen.
Eieiei, das war überhaupt gar keine erfolgreiche Jagd. Aber das wird am Morgen anders aussehen. Erstmal hier. Habt ihr das gerade gecheckt, was da gerade passiert ist? Habt ihr das gecheckt? Oh, ist das kacke. Oh, das tut so richtig weh gerade. Au. Ah, ich muss das verdauen. Oh. Ich lieg direkt vor der fucking Hängematte. Das war eine Sekunde, wo... Oh, dieser Drecksvogel. Ich hasse ihn so sehr. Wie kann das... Mit welcher Präzision auch? Oh, alles, was ich habe jetzt, alles, was ich gelootet habe, alles ist weg. Alles, was ich nicht in Kisten hatte, ist weg. Diese ganze Taucharbeit, alles, es ist alles weg. Es ist einfach alles weg. Ich weiß, dass ich gespeichert habe, aber das funktioniert in diesem Spiel leider nicht so. Ich werde jetzt auf dem Boot spawnen und alles, was im Inventar war, ist weg. Alles. Und das war richtig viel. Das ganze Eisen ist weg. Der ganze. Oh Gott im Himmel. Oh ja. Das, man kann das Spiel nicht austricksen. Oh. Oh, dieser Schmerz. Oh, dieser Schmerz ist zu groß. Das klebt mir hier im Stuhl. Oh, Leute. Ich habe auch das Spiel so eingestellt, dass niemand anderes joinen kann, weil wenn ich das, weil gerade jemand im Chat schrieb, ey, wie wär's, wenn du jemanden einlädst, der dich dann rettet? Das geht nicht. Ja, ihr seht's, ne? Ich muss aufgeben und wiederbeleben machen. Es ist so zum Kotzen. Oh, oh Gott, das ist nervig. Oh Gott, ist das nervig. Jetzt. Oh, alles ist weg. Ich muss alles neu bauen. Alles, meine Fische, meine gebratenen Fische. Jetzt alleine. Oh Mann, ey. Was? Ah! Deswegen ist es so nervig, wenn man hier verreckt. Das ist einfach das Allerschlimmste. Zum Glück habe ich zumindest hier die Sachen halt in den Kisten irgendwie. Die bleiben einem, aber oh, es ist das Allernervigste, wenn man hier verreckt. Ich kann es euch einfach nur sagen. So, erstmal brauchen wir das. Teilbaren. Leute, ich sag's euch. Lasst euch nicht auf sowas ein. So, Haken brauchen wir natürlich. Wir brauchen ja mal alles. Selbst mein fucking Becher ist weg. Ich kann nicht mal was trinken. Weil mein dummer Becher weg ist. Da. Kunststoff. Da habe ich jetzt Millionen von. Ist jetzt hier wieder auch schon irgendwo der Heizung an. Der Hai hat übrigens auch schon wieder richtig viel weggefressen, habe ich in der Werbung gesehen. Dieser gefräßige Dreckshai. So, das können wir mal übrigens zumachen. So, wenigstens mein kleiner süßer Wels ist mir geblieben. So, alles muss ich neu herstellen. So. Du gehst mal nach da. Du gehst mal nach da. Ah, mein Leben. Leute, ihr wisst ja gar nicht, wie schlimm das alles ist. So, was brauche ich noch? Pfeil und Bogen. Ey, ich hatte, oh Gott, ich hatte 90 Pfeile dabei. Und davon irgendwie 60 Metallpfeile.
Aua! Es ist so schmerzhaft. Guckt euch, was das kostet! Es ist alles so teuer! Und es ist alles so hart erlootet. Oh. Ich baue jetzt nur Steinpfeile, Lego Mio, mir doch egal. Kunststoff und Steine habe ich wenigstens genug. Leck mir Moss, das gibt's doch nicht. Jetzt fehlen mir die Planken, ne? Ja, aber die Planken sind echt rar. Was glaube ich denn jetzt? 18. Nicht genug. Mehr. Oh, es ist so schmerzhaft. So, 30, jetzt reicht's. Die letzten mickrigen Planken, die ich noch habe, wer weiß, wann ich die wieder brauche. Leute, ist das nicht alles ganz fürchterlich? So, pass auf. Okay. Mal gucken, was ist. Flossen. Flossen kann ich machen. Und Flossen machen wir mal. Brauche ich 4 Seile für. Und Seetang und Plastik habe ich en masse. So, jetzt haben wir einen Seetang. Oh. Leidet ihr eigentlich mit mir oder? Ich kann gerade nicht gucken, was ihr sagt. Aber ihr seid auch schon der Meinung, dass das echt verdammt scheiße war, was hier gerade passiert ist, oder? Seht ihr das auch so? Ich original ist alle. Nichts mehr da. Das ist ja so lächerlich. So, ich guck mal, was. Mal gut, dass ich in Raft noch nicht gestorben bin, sagt Extraction. Ja, gut für dich, dass du noch nicht gestorben bist. Wirklich gut für dich. Ich freue mich für dich, dass du noch nicht gestorben bist. Ich freue mich wirklich für dich. Das ist mir das Allerwichtigste, dass du noch nicht gestorben bist. Ah, nervig, 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 nervig. Ist jetzt zur Strafe, esse ich jetzt hier meinen Wels auf. Wassermelone. Oh, das ist alles fürchterlich. Mit Planken. Ich muss da nochmal eine Planke nachlegen. Okay, glaube ich genug. Planken da. So, dann die ganzen Ressourcen wieder wegpacken. Ei, 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 ei. Da habe ich jetzt eine Zwiebel. Ich sag's euch, das ist so richtig bitter einfach nur. Deswegen muss man auch regelmäßig zurückkehren und den ganzen Scheiß hier abladen. So, dieses eine rohe Fleisch kommt wieder in die Rohkostkiste. Die Blätter hier noch weg, da unten weg. Planken weg. Das habe ich vergessen, das muss auch weg. Logischerweise in die Kiste, das Eisen, diese Eisenbarren. So, oh, mein Leben. Okay, so, jetzt haben wir genug Platz. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Wasser trinken, bevor wir wieder losziehen. Und dann mache ich mich jetzt mal auf die Jagd. Ich glaube, ich werde einfach diesen Vogel einfach, ich will ihn jetzt einfach töten. Mir ist danach. Ich habe noch nie so einen Vogel getötet. Grundsätzlich war das, glaube ich, okay, aber ich muss irgendwo hin, wo ich noch geschützter bin. Es hat nicht so. Seht ihr das? Diese Schatten über. Da. Es ist einfach gefährlich. Ja, die sind einfach nur gefährlich, die Viecher. So. Trink, trink. Dann hab's von meinem Wels. Okay. Also mal gucken, wo ist hier ein geeigneter Platz um diesen dummen Vogel? Hier hoch? Ja. So, warte mal. Brauche nochmal so ein. Hier ist auch noch wahrscheinlich noch das Wildschwein irgendwo in der Nähe. Lass mich. Ah! Was bist du denn? Oh Gott. Ah! Ah! Alter.
Alter, nee. Zack. Wo bist du? Sag's grad noch. Ah! Wo bist du? Da. Alter, wie hat der mich denn... Ich muss aufpassen. Ey, ich muss abhauen. Shit. Ja. diese Insel. Oh, diese gefährliche Mörderinsel. Und da unten ist der Hai und weg. Oh, alle sind Mörderbanden. Schnell mal hier, wo mein Dach mich schützt. Unglaublich. Okay, das habe ich jetzt aber natürlich mit dem steht der Original. Ich sag noch, da ist irgendwo ein Wildschwein und dann im linken Bildrand guckt mich da auf einmal so ein Eberkopf an. So. Ich ein bisschen, das war mir jetzt zu riskant, ich hatte keinen Bock schon wieder zu sterben. Ich gehe jetzt einmal schnell schlafen. In der Hoffnung, dass man mich schlafen lässt. Ich kann tagsüber nicht einschlafen. Ja, ich will doch nur meine Gesundheit ein bisschen regenerieren. Das muss doch drin sein. Ich will zumindest in den gesundheitlichen Bereich kommen, in dem ich nicht sofort auf dieser Insel verrecke. Unglaublich, ey. Unglaublich. Ich hab irgendwas Bratenes. So klein. Haiköder. Mann, das ist doch nicht zu fassen. Dauert das lange mit der Gesundheit. Okay, ich trau mich mal wieder. Überall lauern hier nur die Gefahren. So, hier auf jeden Fall. Ich gehe erstmal hier wieder rein, auch wenn das Wildschwein hier lauert, aber hier können mich diese Viecher zumindest nicht treffen. So, wo ist das Schwein? Da. Nee, das ist das Huhn. Ah, jetzt habe ich meine Schaufel nicht dabei, aber das muss ich mir merken. Denn die sind sehr seltener, diese Sachen. Höhlenpilz. Hier hat auch irgendjemand gehaust. Da muss ich gleich meine Schaufel holen, die ich zum Glück dabei habe. Also nicht, also auf dem Schiff dabei habe, meine ich. Wait a minute, wie komme ich da jetzt hoch? So. Oh, ein Metallspeer. Sehr gut, ein neuer Metallspeer war dabei. Ja, ein paar so nette Sachen drin. So, für die Dinger, das ist irgendwie so Erde oder sowas. Die gibt es nur auf Inseln und da gibt es echt wenige von. Da lohnt es sich jetzt direkt mal die Schaufel zu holen, bevor ich wieder verrecke und die in die Kiste zu packen. Da ist das Wildschwein, seht ihr das? Oh Gott, das lauert mir auf. Muss ich denn da? Oh, getroffen. Jetzt kommt's. Oh. Sauer auf mich. Du kannst nicht um die Ecke. Oh. Shit. Muss immer. Nein, scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Strafen. Shit. Er holt mich. Nein. Shit. Und jetzt. Ah, jetzt ist er noch der Typ! Oh Gott. Wehe, das ist ein Hai im Wasser. Wehe. Dreimal wehe, dass ich traf. Den. Ah!
Nein! Jetzt habe ich ein Problem. Nein! Nein! Warum? Ah! Ah! Was? Das ist so schmerzhaft! Ah! Wie dumm bin ich denn? Warum bin ich denn so dumm? Diese Dummheit ist immens groß. Die passt gar nicht in meinen Körper. Oh, so viel Dummheit. Warum kämpfe ich denn so schlecht mit dem Eber rum? Wie so ein... Oh. Oh Gott. Oh. Oh, wie dumm. Ey, original, ich bin auf dem... Bin ich da gerade durch diese eine Planke, die der Hai mir mal weggefressen hatte, die ich nicht erneuert habe? Da bin ich original durchgefallen. Oh, es ist von drei verschiedenen Tieren gefistet. Vom Eber gefistet, vom Vogel gefistet, vom Hai gefistet. Oh, ich hasse diese Tiere so sehr. Ich will die alle schlachten. Alle. Ich werde die jetzt alle einfach... Beim Anker bin ich reingefallen. Alter, was ich schon wieder alles verliere jetzt. Es ist einfach nicht mehr zu rechtfertigen. Spritzt mir auch das Wasser schön in die Nase rein. Ich habe nichts mehr zu fressen. Ich habe Hunger. Alles, was ich hatte, ist weg. Leute, ernsthaft, das ist doch... Und du Pissarsch! Und ich kann nichts machen, weil ich keinen Speer habe. Hier, ich habe noch so ein... Nein, jetzt ist der Hass, Alter. Der Hass ist so groß. In diesem Moment ist die Unendlichkeit. Der Hass tendiert gen Unendlichkeit gerade. Es ist wirklich leider so. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, Leute, aber es ist wirklich ein immenser Hass, den ich verspüre. Er ist so immens groß. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Meine Güte. Meine Güte. Ist das alles fürchterlich, was ich hier schon verloren habe durch Dummheit. Ich habe eigentlich gar keine Planken mehr zu sowas hier. Ich muss neue Metallbarren herstellen. Oh Gott, das ist alles so fürchterlich. Wieso habe ich mir eigentlich vorhin keine Flasche gebaut? Kann mir das mal, wieso habe ich mir vorhin keine Flasche gebaut? Ich hatte doch, hatte ich nicht genug Glibber? Doch, ich hätte mir einfach eine fucking Flasche kaufen können und die... Alles egal, ich habe ja gelootet. Egal. So. Herstellen. Metallbarren. 2. Ich habe nur einen. Ist das, sehe ich das richtig? Ich habe wirklich nur einen Barren. Ja, dann beeilt euch mal mit dem Scheiß hier. So. Was ist noch unverzichtbar? Der Haken. Herstellen. Sofort. Boah, bin ich sauer. Gerade. Wirklich, wirklich, richtig, richtig sauer. Auf meine eigene Dummheit. Zumindest kann ich auf mich selbst sauer sein und muss nicht auf irgendjemand anderen sauer sein. Das ist ja noch viel schlimmer, wenn man... Guck mal, ich habe hier noch so diese Dinger da gebaut, ne? Diese Zäune, damit kein dummer Idiot da irgendwie so, ey! Und dann lungerte genau in dem Moment der auch noch... Oh, es ist hier alles so lächerlich. Egal. So, hey, hey, Schluss mit lustig, neuer Optimismus. Neue Zeit, neues Leben, ich bin wieder da. Alles ist gut. Ich habe massiven Durst. Ich habe keinen Becher gebaut und verrecke gleich original an Durst, weil ich nicht aufgepasst habe. Oh. So, jetzt laufe ich mich hier aber auch echt tot. Meine Güte. Raft ist wirklich kein Spiel für Lullis. Das ist ein Skillspiel. Für Leute, die nicht dumm sind. So, jetzt mal meine Ernährungskiste. Und dann, ich habe ja noch
diese Schüsseln. Der Hai ist, ich höre doch den Hai. Der ist doch schon wieder am Rumfressen hier. Die Möwe, die macht auch nix. Ich habe keinen Holzhammer, ich kann ihn jetzt auch nicht reparieren. Meine Güte. So, jetzt gehe ich erstmal hier hin. Jetzt mache ich mir hier eine schöne Zwiebelsuppe. Weil ich heute gut drauf bin, mache ich eine Zwiebelsuppe mit einer Kartoffel. So, Zwiebeln da wieder rein. Den Hai da lege ich mal auf den Grill. Irgendwas Geiles zum Grillen. Ja. Yeah. Was brauche ich eigentlich nochmal für einen Haiköder? Falls ich da nochmal einen machen will. Dass ich nicht die sofort weg. Den da und den da. Okay, das heißt, die da kann ich grillen. Ich kann hier auch grillen. Die beiden unteren. Okay. Eieiei, Leute. Mein Leben, ne? Fühlt ihr mich? Seid ihr mich am Fühlen oder was? Metallbarren aufnehmen. Erzklumpen. Geben Sie mir den Metallbarren. Geben Sie mir sofort meinen. So, da hatte ich keine Planken mehr. Ich werde demnächst in extreme Plankennot kommen. Ich brauche eigentlich auch eine Axt. Ich muss mir auch noch eine Axt bauen, um die Bäume fällen zu können. Ja, da komme ich jetzt schon in die Plankennot rein. Plankennotstand ist bereits da. Er ist nicht. Der Plankennotstand ist real. Ich kriege hier, solange ich an der Insel bin, keine neuen Planken. Das heißt, ich muss mir jetzt als allererstes die Axt bauen, damit ich Bäume fällen kann. Sonst ist Planken, oder habe ich noch eine Axt in meinem, irgendwo hier noch eine Axt. Die Schaufel nehme ich mit. Das ist der Netzwerfer. Ach, guck mal. Ey, ich habe einen Netzkanister. Das heißt, ich kann ja das Lama schon fangen. Ach was, das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe ja schon einen Netzkanister. Da muss ich einfach. Ja, ist doch geil. Ich habe schon einen Netzkanister. Das ist gut, dann brauchen wir dieses dieses Giftzeug nicht so dringend. Ich dachte, das ist schon mal nicht schlecht. So, aber wir haben jetzt hier die Schaufel haben wir dabei. Und ich baue jetzt noch mal eine Axt. Ja, die kann ich sogar. Ah, Stein kostet mich. Ich mache mal natürlich eine bessere Axt. Und den Speer brauche ich noch mal ganz, ganz dringend. Speer. Bolzen herstellen. So, der ist eh bald hinüber. Okay. Fischi, fischi. Essi, essi. Oh, meine Planken. Ich bin plankenblank. Blank, plank. Was, war das eine Haifischschlosse gerade? Macht er sich wieder zu schaffen an mein Boot? Die gibt keine Ruhe, bis ich tot bin, oder? Was für ein unangenehmer Zeitgenosse. Da habe ich nicht mehr genug Planken für. Hier habe ich zumindest jetzt zwei neue Balken für alle Fälle. Alles, bloß alles wegpacken, was ich nicht brauche. Wehe, ich sterbe heute nochmal. Dieses Session heute hier ist verflucht. Ich bin, wenn ich alleine spiele, kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich da gestorben bin. Nämlich einmal oder so. Deswegen habe ich mich auch immer so in Acht genommen, dass ich nicht sterbe. Bin ganz durcheinander. So, das weg. So, das muss ich noch einpacken. Die Büschel da kommen da rein. Damit esse ich jetzt gleich was. Ach, komm, ey. So, du nervst mich dann nur. So, das wieder schnell alles wegpacken, dass mir das ja nicht abhanden kommt, wenn ich sterbe. So, jetzt Suppe fressen. Wo ist meine Suppe? Da, die ist ja wohl jetzt fertig, oder? Ne, weil ich keine Planken hatte, um den Dreck zu kochen. Wenigstens der Fisch hat es überlebt. So. Und jetzt gehe ich da auf diese Insel rauf. Und ich werde diese Insel ownen. Seht ihr das, Leute? Ja, mal die Schüssel packe ich mal weg. Alles, was man potenziell verlieren könnte, weg. Ich habe jetzt keinen Pfeil und keinen Bogen. Das heißt, ich lege mich jetzt in diesem Run nicht mit dem Vogel an. Sondern gehe jetzt erstmal dahin, wo diese Erde war. Und lass mal den Vogel Vogel sein. Ah, oh, es ist unangenehm, ey. Ja, da ist er wieder.
Ah, wie dieser dumme Eber ist jetzt hier wieder. Shit. Hat der die Verletzung eigentlich übernommen, der Eber, oder? Da hier. Diesen Schmutz, den gibt's wirklich nur in so kleinen Höhlen hier. Das wirkt so banal, ne? Schmutz. Nee, aber ist es leider nicht. Schmutz ist sehr selten. So, der Schmutz ist unserer. Niemand kann uns den Schmutz mehr nehmen, es sei denn, der Eber kommt wieder und nervt uns. Das ist eigentlich echt ohne Pfeil und Bogen jetzt natürlich. Da ist er wieder. Grunz, grunz. Hey, du Sau! Ich bin's. Na, kennst du mich noch? Nein, er hat's wieder geschafft. Ich wollte mich doch hier hinterm Baum verstecken. Ja, so. Wie denn um die Ecke geslidet oder was? Du dumme Sau! Das geht überhaupt nicht, wie du um die Ecke slidest. Wer bist du denn? Der Slider oder was? Wie willst du denn mich um die Ecke? Das ist nicht möglich. Halt dich an die Regeln der Physik. Das geht doch nicht. Volltempo aufnehmen und dann um die Kurve rennen. Dummer Hai. Bleib, wo du bist. Leute, das ist ein richtig gefährliches Schwein. Einfach nur. Slider-Schwein. Der macht mich wahnsinnig. Zumindest habe ich meine Erde hier gerettet. Guck mal hier. Jetzt habe ich 12 Schmutz. Und Schmutz brauche ich, glaube ich, später für. Wo haben wir es denn? Hier, für die Wiese, oder? Ja. Für die Wiese brauche ich Schmutz. Und die Wiese brauche ich für das Lama. Und das Lama brauche ich für Wolle. Wisst ihr Bescheid? Und deswegen ist Schmutz so wichtig. Und den gibt's aber nur da. Aber egal, den Schmutz haben wir gesaved. Das heißt, die Schaufel kann auch wieder weg. Da wird wahrscheinlich jetzt nicht in unmittelbarer Nähe noch mehr Schmutz zu holen sein für uns. So, Schaufel ist schon mal safen. So, wie sieht das jetzt aus mit Pfeil und Bogen? Kann ich mir das jetzt mittlerweile. Oh, ich habe gerade original was. Ich habe 120 Pfeile verloren. Durch diese beiden Tode auch. Oh, das ist alles einfach so unangenehm. Okay. Was wollte ich jetzt? Pfeil und Bogen. Kostet wieder 6 Planken. Ich habe ja keine Planken. Das heißt, ich muss erstmal Bäume fällen mit meiner Axt. Komm. Wie viel Gesundheit habe ich? Nicht genug. Nicht genug Gesundheit. Eieiei, Leute. Das Leben eines Gestrandeten. Man sollte meinen, das ist an sich schon hart genug. Aber nein. Erst nochmal ein paar rohe Zwiebeln. Ich muss mich von rohen Zwiebeln ernähren. Bringen die mir jetzt hier gar nichts? Die haben mir nichts gebracht, diese rohen Zwiebeln. Pilze könnte ich auch natürlich mir schön mit hier zum Essen. Ach, meine Güte. Wie Holz habe ich denn noch? Hatte ich nicht noch eine Handvoll Planken irgendwo? Ne, gar nichts mehr. Da muss ich jetzt immer Holz hacken gehen. Ah, jetzt wird es aber Nacht. Ne, in der Nacht gehe ich da nicht rauf. Erstmal schlafen, habe ich auch wieder mehr Energie. Ach Leute, es ist doch schon Abend. Die Abendsonne ist doch schon überall zu sehen. Dann lasst mich doch jetzt schlafen. Leute, das ist doch nicht. Da sehe ich doch, die ist doch schon so gut wie untergegangen. Müssen wir noch kurz warten, bis die Sonnenuntergang ist. Mal kurz gucken, wo wir als nächstes hingehen. Da sind jedenfalls 2 schöne Ziele für uns. Die können wir ansteuern. Ja.
Immer noch Tag. Da, die Sonne, die letzten Strahlen verschwinden jetzt. Schnarch. Okay. Langsam wird das Essen auch knapp. Ihr seht, ich bin in so eine richtige kleine Krise jetzt reingeraten. Das ist echt ein bisschen schade. Es kriselt hier ein bisschen. Kriselt. Okay. Jetzt hack ich mir da mal so einen Baum. Das mache ich als erstes. Mir einen Baum. Da ist ein bisschen Holz. Ah, dieser Vogel. Mein Hass auf diesen. Oh Gott, ich wünschte, ich könnte dich jetzt einfach da töten. Bleib bitte da sitzen. Bitte, bis ich komme. Bleib einfach sitzen und dann töte ich dich. Hör mit deinem Stein auf! Wischt die mich hier? Ah, meine Nemesis! Nein, nein. Das ist. Bist du tot? Yes! Du mieses Schwein! Wie ich dich. Oh, hab ich dich erwischt! Oh, bleib mir bloß vom Leib für alle Zeit. Jetzt muss ich hier irgendeinen Baum, bevor mich. Kann ich den hacken oder. Nee, man kann nicht alle Bäume hacken. Einige Bäume sind für immer fest verwurzelt. Da oben, den kann ich hacken. Da bin ich aber sehr exponiert für diese Vögel natürlich. Was bist du eigentlich für ein süßes kleines Fratz? Aber dich darf ich nicht. Mit der Axt, du bist zu schnell. Nein, geh weg. Wo ist er? Er kommt da wieder. Hack. Hack. Plankensalat. Ja, ich muss den Vogel im Auge behalten. Wo ist er? Da kommt er jetzt. Alter, was kann der eigentlich, was hat der eigentlich für einen Flugradius? Die haben alle, wie die manövrieren können, das ist teilweise wirklich. Bin ich hier sicher? Bin ich hier safe? Muss ich um mein Leben fürchten? Ich weiß es nicht. Da hinten sind noch mehr Bäume. Da laufe ich mal schnell hin. Das ist eine gefährliche Aktivität. Auch immer noch das Lama suchen. Okay. Da gibt es schon richtig viele geile Sachen überall noch. Ja, Kokosnüsse und Planken helfen mir jetzt ganz gut. Was wollte ich sagen? Nein, aua. Hab ich mir einen abgekriegt. Da habe ich drei Vögel hier. Sense. Da, da ist das Lama. Nee, das ist kein Lama. Das ist so eine Art Steinbock. Oder sowas. Okay, aber den will ich haben. Den merke ich mir. Ich glaube, dafür brauche ich die Netzkanone auch. Oder ist das das Lama? Lamas haben aber keine Hörner. Das ist eine Ziege oder sowas. Da kommt da wieder der dumme Vogel. Ja, komm doch, du. Rabe, du. So. Oh. Tschüss! Triff's mich nicht, dummer Vogel. Da zerschellt sein Plan an der Kante. Aber hier gibt's auch, da sind aber nur so Steine und so. Aber hier, das will ich alles erforschen. Gibt's überall richtig geilen Scheiß vermutlich. Ah, nächster Stein. Alles klar. Hack, wer bist du? Ich will dich haben und lieben. Komm zu mir. Wer bist du? Können wir dich töten? Führt er mich an einen Schatz? Nee, ich erwische ihn nicht. Oder? Ah, ich glaube, nee, der ist offensichtlich zu flink. Okay. Aber hier ist ein geiler Platz, um die Vögel zu jagen. Weil hier ist nämlich so ein Felsvorsprung. Und da könnte ich die wahrscheinlich erwischen. Ah! Das ist nicht die Ironie, dass ich das in dem Moment, wo ich diesen sicheren Felsvorsprung verlasse, kommt der dumme Vogel. Mein Boot liegt da hinten, oder? Shoot, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo mein Boot liegt. Oh, da gibt's auch noch reichhaltige Gebäude. Überall ist noch reichhaltige Gebäude. Ah, nee, das war die Inselrahmen schon. Ich glaube, mein Boot liegt in diese Richtung, wenn mich nicht alles täuscht. Planken mitnehmen. Ah!
Ah, Vogel! Haha, dummer Vogel. Hab ich nicht erwischt. Ich habe mich jetzt nicht verlaufen. Mein Boot liegt doch in diese Richtung, oder nicht? Dachte ich eigentlich. Er hätte mir mein Navigationssinn, aber der ist ja nun mal leider auch echt sehr schlecht ausgeprägt. Und hier bin ich auch total ungeschützt vor Vogelattacken. Ich bin wahrscheinlich komplett falsch einmal abgebogen. Jetzt muss ich die ganze Insel umrunden, um zurückzukommen zu meinem geliebten Floß. Ah, hier ist noch eine kleine Höhle oder was, ne? Ist hier eine Höhle? Ach, hier waren wir schon. Ja, okay. Hier kommt gleich mein Boot. Ich weiß, wo ich bin. Können wir hier rauf gucken schnell? Den Baum da noch mitnehmen. Solange es noch ein bisschen hell ist. Ah, kack. Da ist mein Schiffi. Schnell mal runter. Und dann ein paar Sachen abladen und dann Pfeil und Bogen bauen. Vielleicht irgendwie mir mal einen Platz da suchen, da unter dieser Fels, in diesem Felsvorsprung. Vielleicht kriege ich es ja tatsächlich hin, dem Vogel mal einfach den Gar auszumachen. Eigentlich würde ich das gerne noch machen heute. Ich habe noch nie so einen Vogel erledigt. Aber ich habe so viel Hass jetzt mittlerweile angesammelt auf den, dass ich da echt Bock drauf habe, den einfach platt zu machen. Nein, Leute. Das gibt's doch überhaupt nicht. Kreisen sie schon wieder herum. Zwischendurch muss man immer mal gucken. Ja, das war so klar. Du hast so ein Arschgesicht. Ich hasse dich und deine ganze Familie. Ich habe so viele von dir schon platt gemacht. Und du hast immer noch die Hai-Eier hierher zu kommen. Das ist so schlecht. Okay, so. Erstmal einen Schluck hier, einen leckeren Schluck trinken. Dann füllen wir mal wieder hier das auf mit Salzwasser. Da muss ich mich auch mal wieder um was zu essen kümmern. Eigentlich muss ich mal wieder Fische fangen. Jetzt habe ich zumindest ein bisschen Holz, um da ein paar Fische aufzulegen. Und das Fleisch vor allen Dingen auch von dem Eber. Ne, der passt nicht. Passt der? Ja. Und Holz, okay, da habe ich gleich zumindest wieder ein bisschen was Leckeres. Leder hatte ich, glaube ich, hier gebunkert. Ja, das Leder von dem Schwein. Und dann bauen wir mal euch dafür Schrauben. Ja, haben wir. Guh habe ich doch noch. Habe ich noch ein bisschen Guh hier? Da. Aber auch nicht genug. Müssen wir wieder ein bisschen Guh nachlegen. Das wird jetzt hier wieder aus diesen Pflanzen gemacht. Du brauchst auch eine Planke. Für alles brauche ich Planken. Ne? Das ist echt... Und es gibt leider nur begrenzte Vorräte an Holz auf der Insel. So, jetzt muss ich warten, bis das Guh fertig ist. Tja. Gucken, habe ich hier irgendwo noch Netze nicht geplündert. Ja, hier ist noch ein bisschen was. Das machen wir jetzt einmal. Da ist noch eine Planke. Das sind dann aber auch wirklich die letzten Reserven, die ich hier raushole. Ja, ist auch alles dicht. Okay. Das heißt, was wollte ich gar nicht. Wir haben, Leute, wir haben 35 Bretter plus 20. Okay. 55 Bretter ist alles, was uns geblieben ist. Damit müssen wir jetzt haushalten. Eigentlich könnte ich auch noch mal eine Angel, aber ich kann, wie gesagt, auch gar nicht so viel. Da kann ich noch mal
Kühlschranke, dann kann das kochen. Ah, das ist fertig, sehr schön. Dann nochmal den. Oh, guck mal, ist der riesengroß. Geil. So. Wir brauchen Pfeil und Bogen. Ich muss mal wieder was essen. Ja, keine Panik. Fleisch. So. Ich kann natürlich auch meine Palme auf dem Raft hacken. Ja, da habt ihr recht. Aber das ist wirklich. Das mache ich wirklich nur, wenn ich gar keine andere Wahl mehr habe, weil meine Palmen sind ja nicht zum Hacken da, sondern dass ich mich hier in ihrem Antlitz quasi laben kann und in ihrem Schatten meine müden Glieder ausruhen und so. Dafür sind die eigentlich gedacht und nicht dafür, dass ich jetzt. Steht ihr? So, kann ich mir Pfeile kosten? Gu ist fertig, oder? Ja, Gu ist fertig. Gib mir Gu. Baue ich mir einen Bogen und dann ein bisschen aus Stein ein paar Pfeile. Was fehlt? Ach, Kunststoff. Leute. Ich habe so viel Kunststoff. Ja, wie viele Pfeile habe ich jetzt? 24. Einen noch und dann reicht's. So. Meine letzten kümmerlichen Bretter einlagern. Ah, hier kommen wieder so ein paar Nüsschen. Da. Palmsamen. Da kann ich natürlich jetzt auch neue Palmen züchten. Ne? Das stimmt natürlich. Ich könnte mir tatsächlich hier noch so einen riesigen Palmgarten. Kann ich wahrscheinlich auch da oben machen, theoretisch. Mir da noch ein paar neue Palmen. Aber dann muss ich halt. Die Dinger brauchen auch viel Holz erstmal, oder? dafür brauche ich. Warte mal, was ist denn das nochmal? Ist das sowas? Was brauche ich nochmal für die Palmen? Ich glaube das hier, oder? Brauche ich auch 10, ja. Bäume züchten. Brauche ich erstmal 10 Holz, um überhaupt so eine Anbaufläche zu bauen. Ne? Ich kann natürlich jetzt wirklich diese Dinger alle hacken und dann die auch neu pflanzen, weil ich habe ja die Samen auch. Aber das ist, ich, die Bäume, die haben alle Namen, die Bäume. Ich kann nicht einfach jetzt die Bäume platt machen, Leute. Das ist, ich weiß nicht, wie, würdet ihr sowas übers Herz bringen? Ein bisschen, was ist denn noch? So. Okay, dann, das habe ich falsch einsortiert. Der Stein kann hier hin. So, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Stein, die Pfeile können da rein. So, die Kokosnuss behalte ich mal, denn die kann ich aufessen. Die Mango kann ich auch aufessen. Das Gutzeug kommt da wieder rein. Und das Palmblatt schleppe ich auch nicht mit. So. Zack. Zack. Ach, wieso habe ich denn da unten noch das Zeug? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Das kommt da auch noch hin. So, okay. Jetzt habe ich zumindest ein paar Ressourcen gesaved. Was ist mit. Ach, Fischi, der hat kein Holz mehr, Leute. Das ist doch eine Sisyphus-Arbeit. Planken platzieren, Planken wieder zurück. Zack, so, mach mal den Fisch jetzt hier fertig. Guck mal, jetzt ist er fertig, ne? So, jetzt gehe ich schlafen und dann gibt's einen neuen Anlauf. Dann gehe ich wieder auf die Insel. So, kurz mal pennen und jetzt geht's weiter, Leute. Dann Fischi essen. Oh, lecker, dicker Brocken. Schmackhaft. Das schmeckt gut. So. Und jetzt ein bisschen Wasser. Dann wieder das Ding auffüllen, dann wenn ich hier gleich wieder panisch angelaufen komme, dass frisches Wasser da ist. So, und jetzt nächster Versuch. Die Viecher platt zu machen. Und dann, wenn ich die Insel erkundet habe, muss ich natürlich noch mal ein bisschen ins Wasser und schauen, dass ich da noch mal loote und dann hauen wir hier irgendwann ab. Da ist er schon wieder. Guck ihn dir an, da diesen. Aber zumindest ist der Eber weg. Das heißt, ich kann mich jetzt hier in diese Höhle stellen. Wo beginnt sie hier? Ab hier bin ich safe. Nicht, aber diese Eber respawnen ja wohl hoffentlich nicht. Und ich habe die Dingskanone auch nicht dabei für das Lama. Soll ich mal versuchen, den da hinten zu schießen?
Toll ab. Oder kann ich den auch fangen? Und dann legt er mir Eier wahrscheinlich oder sowas. Der sieht mich gar nicht unter den Palmen. Warte mal, da ist der Felsvorsprung, da laufe ich jetzt mal hin. So richtig schnell bin ich auch nicht. So. Ja. Komm her, Homie. Komm her. Ach, treffe ich nicht. Jetzt treffe ich dich. Wo bist du? Oh, das ist echt schwierig. Dadurch, dass hier auch diese Büsche sind, sehe ich den immer nicht so gut. Du bist doch gelandet gerade irgendwo. Wo bist du? Dach muss über mir sein. Wo bist du? Schweinevogel. Da! Alles zu langsam. Hier irgendwo. Da pickt er seine Steine. Shoot. Ah, shoot. Das ist der Felsen. Ich hab den Felsen verloren. Aber bin ich unter dem Baum auch safe? Weiß es nicht. Boah, ist das schwierig, diesen Vogel zu fangen. Das ist echt schwierig. Aber den da vielleicht. Naja, ja. Ah! Wieso denn? Da ist noch einer. Ja. Ah, Henne. Wo bist du? Das ist schön. Das ist echt nicht leicht, diese Jagd. Komm her. Ja, da vorne ist aber immer der Platz, wo sich hinsetzt. Er ist aber auch. Muss irgendwie. Bitte setz dich da wieder hin. Kommst du immer an denselben Platz? Bitte. Bitte. Die sind auch so schnell wieder weg. Ja, deine Mutter, du dummer Vogel. Das ist, ihr seht das, es ist echt schwer. Und es ist übrigens auch mit dem Zielen nicht so leicht, weil man so vorhalten, also man muss halt vorhalten, man muss derbe drüber zielen. Dann weiß man, also ich weiß nicht genau, weil ich nicht so oft geschossen habe mit Pfeil und Bogen, was die beste Höhe ist. Und dann, das ändert sich ja auch mit der Entfernung und so weiter. Das ist echt frickelig. Und der Platz ist nicht so geil, wie ich dachte. Bin erwischt? Nein. Aber das ist vielleicht ein ganz guter Plan. Hier oben rauf. Mehr. Yes. Na, egal. Ist egal. Jetzt geh mal wieder bitte hier auf deinen Nistplatz, mein Freund. Hau dich. Ich bin unter dem Stein! Lass mich in Frieden. Kacke. Muss ich mich hier erstmal ein bisschen ausruhen. Hier bin ich, glaube ich, erstmal zumindest sicher, hoffentlich. Ja. Das ist gefährlich. Dann muss ich ein bisschen Energie tanken hier. Keinen Bock, schon wieder zu sterben. Beim nächsten Treffer bin ich tot. Jetzt muss ich mal kurz warten. Ja, der Geier ist ein ganz schöner Lump von der Schurkigkeit her. Da gebe ich euch absolut recht. Definitiv. Bisschen Leben tanken, sodass ich zumindest eine Attacke überlebe. Aber das ist ja echt frickelig, ey. Ah, ja. Setz dich mal wieder irgendwo hin, mein Freund.
Ja, ja. So, und jetzt? Setz dich mal schön irgendwo hin. Wo setzt du dich hin? Da oben? Oh Gott, da kann ich überhaupt nichts mit dir anfangen. Gott. So, jetzt ist aber hier der Pfeil geladen. So, jetzt setz dich mal bitte hier irgendwo in die Nähe. Ich treffe den in der Luft nicht. Yes. Okay, das ist der einzige Weg, wie es funktioniert. Dass ich hoffe, er setzt sich hier irgendwo in die Nähe und dann... Da oben... da bringt es mir gar nichts. Da habe ich ihn aber schon zweimal getroffen. Ich weiß nicht, wie oft man ihn treffen muss. Ich habe jetzt auch die schlechteren Pfeile. Vielleicht muss ich ihn ganz schön oft treffen. Okay, da... Oh, das wird nichts, oder? Nein, das ist echt schwierig. Und dann gehen mir wahrscheinlich gleich die Pfeile aus. Los. Wo sitzt er? Ich weiß, wo er sitzt. Das schaffe ich nicht. Zu knapp. Ah, jetzt komme ich da nicht hoch. Ach! Das ist ein aufwendiges Spielchen hier, ey. Na komm, setz dich hier mal irgendwo hin. Ja! Yes. Okay, jetzt habe ich ihn schon viermal getroffen. So kann es klappen, oder? Leute! Es kann klappen. Es ist aufwendig, wir gehen auch nicht gleich nicht die Pfeile aus. Jeder Schuss muss sitzen. So, wo bist du? Hast du schon deine Steine geholt? Ja. So, jetzt behalte ich dich im Auge. Wo setzt du dich hin? Da hinten? Schnell weg. Boah, das war knapp. Okay, Stein ist los. Wo setzt du dich hin? Komm. Nicht so weit weg. Setz dich mal hier bei mir hin. Ja. Oh nein! Wieso habe ich denn den nicht getroffen? Das war ja einfach nur mega dumm. Oh, habe ich den überzogen. Den habe ich getroffen. Sehr gut. Ah, unverrichtete Dinge. Ah, jetzt habe ich ihn echt schon häufiger getroffen. Leute, ich mache Fortschritt. Und gleich gehen mir die Pfeile aus. Ich weiß, es ist immer das Gleiche. Da erwische ich ihn nicht. Das ist für euch eigentlich genauso spannend wie für mich. Na? Okay. Wo bist du? Da. Komm, setz dich. Setz dich! Nicht da hinten. Getroffen? Nee, ne? Das ist der epische Kampf. Mensch gegen Vogel. Wo bist du? Da. Setz dich hin. Ja, da sitzt du gut. Nee, da sitzt du nicht ganz gut. Perfekt. Da treffe ich dich nicht. Nee, das wird nix. Da hau ich lieber ab. Lieber auf sichere Treffer hoffen. So, jetzt setz dich hin. Ich will dich endlich platt machen. Wirklich. Okay, wieder zweimal getroffen. Wie oft denn noch? Komm. Shit. Rutsch, das tut weh jetzt wahrscheinlich. Ne, ich hab's geschafft. Hat er sein Dings gedroppt? Da. Ah, den hätte ich erwischen können. Und Stein. Okay. Jetzt setze ich mal irgendwo hin. Hä? Shit. Dahin. Ich habe das Augen verloren. Da war er plötzlich weg. Aber ich habe auch natürlich nicht ewig Zeit, weil es gleich dunkel wird.
Jetzt setz dich mal hin. Nicht da hinten, erwische ich dich so schlecht. Nehmen wir lieber hier weiter hier vorne, ja. Das ist gut. Ach Gott im Himmel. Der Felsen kommt. Sag mal, wie oft muss ich den noch treffen? Wie oft muss ich den noch treffen? Bis er endlich die menschliche Überlegenheit anerkennt. Wo ist er? Da. Okay, dann setzt du dich hin. Und da oben bringt mir nichts. Setz dich mal hier unten hin. Ja. Bin erwischt? Keine Munition, ich wusste es. Es ist so schlecht. Ah, Mann, ey. Ah. Ich wusste es und ich kann nicht craften hier. Ich habe keine... kann mir hier keine Pfeile craften. Leute, ist das nicht frustrierend? Ist es nicht einfach schlimm? Ich muss sowieso mal zurück aufs Schiff. Aber ich habe ihn jetzt echt schon häufiger mal getroffen. Das ist zumindest eine Strategie, die funktioniert. Jetzt ein paar neue Pfeile bauen. Und dann wieder dazu. Da war der Hai gerade, habe ich doch gesehen. Da hat er schon gelauert, ne? So, ach, das ist fertig, das ist doch gut. Dann kann ich hier mir mal ein Süppchen gönnen. Was? Nee, gib mir das sofort. Hallo? Habe ich jetzt gerade was weggeworfen, aus Versehen? Habe ich falsche Taste gedrückt, irgendwas weggeworfen? Hab ich gerade nicht aufgepasst. Sah so aus, als wenn ich gerade mit der Taste verrutscht wäre. So, erstmal hier schön, lecker, heiße Suppe essen. Dann... was trinken. Dann gehen wir kurz pennen. Und dann holen wir uns dieses Vogelvieh. Machen wir da erstmal euch Pfeile, dann gehe ich pennen. Was kosten mich denn hier schöne, bessere Pfeile? Einen Metallbarren für 6 Stück und 6 Federn. Den Metallbarren habe ich 2. Ja, okay, machen wir. Riskieren wir. Alles wird riskiert, Leute. Balken. Und die Federn. Ich habe nicht mehr so viele. Ich muss mal wieder welche sammeln. Okay. Und den Rest machen wir damit. Brauchen wir auch keine Federn für. Komischerweise. Dann packe ich da rein. Blanken wir euch trotzdem, ja. Steine, Steine und komm. So. Okay. Zack. Eine lächerliche Planke habe ich noch. Nee, da habe ich noch mehr. Naja, guck mal, da habe ich doch noch ein paar mehr. Gar nicht so schlecht. Dann nehme ich die allerletzten Planken. Und da mache ich Pfeile von und dann hole ich mir diesen Vogel. Leute, einfach, es ist jetzt wirklich was Persönliches. Das ist mir jetzt auch egal. Das ist wirklich was Persönliches. Einen kann ich noch. Und dann ist gleich vorbei. So. Zack. Die letzte Planke kommt da rein. Stein. Zack. Badabam, badabam, badabam. Und die Schüssel weg. Tschüss, Schüssel. Und da muss ich mich echt beeilen. Kokosnuss nehmen wir mal ein bisschen mehr mit. Aber das machen wir erst nach dem Essen. Nach dem Schlafen. So, jetzt schlafen wir eine Runde. Ach was, ich muss schon gleich zum Ende kommen. Nein! Ich muss schon zum Ende kommen. Was heißt das? Ich hab leider jetzt... schon. Ja, ich hab Bock, ich will eigentlich noch weitermachen, aber ich habe einen Folgetermin. Glaube ich. Ja, ich habe leider einen Folgetermin. Ah, shit, ich würde so gerne den Vogel töten. Wir müssen es das nächste Mal machen. Leute, ich speichere jetzt hier ab. Ich habe leider noch einen Termin jetzt, den kann ich nicht absagen. Ach, ich würde so gerne den Vogel machen. Warte mal kurz.
bleibt mal kurz hier. Können wir mal schnell, könnt ihr mal mitkommen? Akustisch? Pass auf, nicht weglaufen, akustisch. Ja? Akustisch seid ihr bei mir. So, seid ihr noch bei mir. So, geht's hier nämlich ins Spaßbüro. Hallo, Leute. Shit, die sind schon alle im Meetingraum. Hallo? Ah, Mist, die warten alle auf mich. Kacke. Ja, dann kann ich jetzt nicht überziehen. Tut mir leid, Leute. Ich muss da jetzt schnell rüber. Oh, ist das ärgerlich. Nächsten Donnerstag hole ich mir den Vogel, okay? Spätestens. Vielleicht schaffe ich es vorher noch irgendwie. Und dann krawemse ich den weg. Haben wir einen Deal oder was? So, Welt speichern. Kaboom ist gespeichert. Ich sterbe hier nicht mehr. Zweimal gestorben heute. Oh, das ist alles fürchterlich. Leute, nächsten Donnerstag geht das hier weiter. Dann holen wir uns diesen Drecksvogel. Jetzt muss ich mal schnell los. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Okay, seid ihr sicher, dass ich nicht kommen muss? Okay, alles klar. Danke für den Anruf. Klick. Das war gerade der Max. Ich hatte eigentlich ein Meeting mit Max und Max hat gerade angerufen. Ich brauche nicht kommen. Max ist eigentlich krank und ist zu Hause, hat aber die Sendung geguckt, hat jetzt bei den anderen Leuten angerufen, gefragt, ob es schlimm ist, wenn ich nicht komme. Die haben gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ich komme. Wenn ich nicht komme, dann hat Max mich angerufen und mir gesagt, dass die anderen ihm gesagt haben, dass es nicht schlimm ist, wenn ich nicht komme. Sodass ich jetzt der Regie gesagt habe, die Regie soll jetzt bitte sofort mich wieder raufnehmen, damit wir jetzt diesen Vogel töten können. Jetzt töten wir den Vogel! Der ist für mich? Dankeschön. War das der Vogelmann? Das war der Vogelmann. Oh Gott, ich hätte mich mit dem Vogelvolk komplett zerstritten. Leute, Vögel töten jetzt. Komm. Vögel töten. Zurück zum Spiel. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe kein Holz mehr. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nur den bloßen Willen, dieses Viech zu töten. Mehr habe ich nicht. So, fresse ich jetzt hier diese Kokosnuss. Und jetzt rauf auf die Insel. Die Todesinsel. Okay. Wie hüpft der denn? Irgendeine Feststelltaste aktiviert oder so? Hallo? Was ist denn das schon wieder Affiges? Wieso hüpft der denn jetzt die ganze Zeit? Hallo? Jetzt habe ich einen Bug oder was? Wieso hüpft der denn die ganze Zeit? Das ist nicht euer Ernst. Ich wollte jetzt den Vogel töten. Hör mal auf jetzt. Okay. Das war irgendwas Weirdes. Habt ihr das gesehen? Wieso habe ich denn meinen Metallspeer weggeschleudert? Okay, Leute. Ein Mann, ein Vogel, eine Mission. Hör mal auf, dauerhaft zu hüpfen. Was ist mit dir los? Alter, habe ich einen Känguru gefressen oder was? Leute, so kann ich nicht jagen gehen. Hör mal auf zu hüpfen! So kann. Wie eine Taste kaputt oder was? So, okay. Wo bist du, Vogel? Setz dich einfach irgendwo hin. Ich komm zu dir. Keine Panik. Ja. Ah, der war daneben. Okay, jetzt habe ich dich im Visier. Wo bist du? Komm her, setz dich hin. Ah, da will ich, oder? Yes! Yes! Bitch! Vogel! Kackvogel! Oh, ist das gut! Wo ist dein Kadaver? Wehe, der ist weg. Nein, nicht der andere jetzt! Dein Bruder kommt! Alter, wo ist der Kadaver von dem Vogel? Wo ist der? Ich will den looten! Das gibt's doch nicht. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Was war? Habt ihr das gerade gesehen? Das war doch seine Leiche. Nee. Hat der die Leiche geschleppt? Hat der die Leiche weggeschleppt? Nee. Hat sein Kollege die Leiche von dem anderen weggeschleppt? Habt ihr das gerade gesehen? Das ist jetzt nicht passiert, oder? Ich will jetzt hier nicht runterrutschen. Ey, bin ich bescheuert, oder? Habt ihr das auch gesehen?
Und was ist das gewesen für ein Bug? Der war hier auf einmal. Ey, das ist ein fucking Geistervogel. Wieso war der hier gerade im Gras geglitscht? Okay, also irgendwas ist hier weirded. Irgendwas ist hier verhext. Habt ihr das auch gesehen? Ihr habt das auch gesehen, oder? Okay, weil das muss ich jetzt erstmal Revue passieren lassen. Damit ich nicht durchdrehe. Ich habe den Vogel getötet. Dann ist der Loot runtergefallen, dann war der Loot weg. Dann kam sein Bruder, hat mich attackiert. Dann hat der Bruder offensichtlich den Kadaver da oben hochgeschleppt in sein Nest oder was? Und dann war der auf einmal da unten und glitschte vor sich hin. Habt ihr das auch gesehen oder bin ich jetzt verrückt? Ich weiß, dass sie einiges aushalten. Ich hab's ja gemerkt, Leute, aber der war doch tot. Ich habe sogar ein Achievement bekommen. Das ist ja auch so lustig. Wo läuft der jetzt hin? Der läuft da hoch. Der hat die Schnauze voll. Okay, ich gehe jetzt mal da irgendwie hoch. Wo der da diesen Kadaver abgelegt hat. Ganz ehrlich, ihr habt das doch auch gesehen. Jetzt sagt das doch mal. Guck mir das später irgendwie im Replay an. Der hat den da hochgeflogen und abgesetzt. Der hat doch 100% den in seinen Krallen gehabt. Okay, den will ich haben. Ist das nicht ist das eine Ziege oder eine Ziege? Aber kann ich. Nee, eine Ziege gibt keine Wolle, logischerweise. Naja. Okay, komme ich denn hier hoch? Ich muss den Aufgang finden nach da oben. Okay, da kann ich immer hier erstmal hier diesen Baum fällen. Unglaublich, mir ist richtig. Ich finde es ernsthaft, das ist richtig dumm. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde es echt doof. Da habe ich diesen Vogel platt gemacht. Und dann werde ich glitscht er hier nur so rum. Aber gut. Ein Vogel weniger, das ist die gute Nachricht. Auf jeden Fall, das kann uns keiner mehr nehmen. Er war tot, ich habe ein Achievement bekommen. Wahrscheinlich hat das Spiel das überhaupt nicht einkalkuliert, dass es jemanden gibt, der diesen Vogel wirklich. Da ist dieser andere Gockel. Das ist derselbe, der schon die Pfeile von uns gefressen hat. Wahrscheinlich komme ich. Entweder. Na, ich gehe mal versuchen, mal hier über diesen Hügel kommen. Von der Seite. Ich probiere das mal an, dann kann ich gleichzeitig versuchen, ob ich den nochmal platt mache. Das ist derselbe, der schon den Pfeil in sich trug gerade. Das ist ja so lustig, wie er einfach. Namensschild. Das habe ich jetzt bekommen, oder was? Namensschild. In Erinnerung an. Aha. Naja. Das ist so eine Ziege. Ich will aber einen Lama haben. Ich will einen Lama und keine Ziege. So, ich versuche jetzt mal da hochzugehen und mal gucken, was, ob da irgendwas ist. Das gibt's doch nicht. Ich habe nie erlebt sowas. Dass man hier um die Früchte seiner Arbeit gebracht wird. Hier komme ich auch nicht rauf. Mist. Oder wenn ich hier so seitwärts hochstrafe? Ein bisschen, ne? Aber das ist der falsche Weg in jedem Fall. Muss ich von der anderen Seite kommen. Der da. Mensch, da. Irgendwo muss der Kadaver ja hingeglitscht sein. Da ist der nächste Kumpel. Den kriege ich aber nicht, weil mein Pfeil und Bogen hier, mein Bogen ist schon zu kaputt. Ist das da oben? Pflanzen. Oder ist das ein Vogelrest? Nee.
Wo komme ich denn hier hoch? Steile Wand hier. Guck mal, wie ich hier so hoch. Glitschen scheint in dem Spiel immer eine große Nummer zu sein. Oh, geil, hochgeglitscht. Das war mit Sicherheit nicht so geplant. Die Blumen und so ignoriere ich, weil ich genug von denen habe für die Weile. Damit kann man lediglich Farben mischen. Und davon habe ich ja jetzt eigentlich genug. Aber so ein paar Bäume kann ich nochmal fällen. Oh, hier, guck mal. Noch ein Lager eines weiteren Gestrandeten. Der ist aber schon lange weg, deswegen. Oh, geil! Klar, schon ein paar ganz nette Sachen dabei gehabt. So, den Baum kann ich fällen. Wenn ich die Insel quasi zu Ende gelootet habe, dann fehlen halt noch die Unterwassersachen, ne? Das mache ich auf jeden Fall, bevor ich ablege. Denn nur wenn ich mich mit meinem Floß in den Strom begebe, wo dann auch die ganzen, wo das Treibgut und so weiter auch unterwegs ist, nur da kann ich dann auch wieder meine Ressourcen aufstocken. So wirklich. Mal gucken, was haben wir denn noch? Meistens sind die auch irgendwelche Geheimnisse, ne? Irgendwelche Höhlen. Ja, eine Höhle habe ich ja schon. Aber das mit dem Vogel. Hier. Lecker Mango. Man kann sich auch eine Weile von Früchten ernähren. Man muss nicht immer irgendwie Fleisch essen und so. Man kann auch mal eine Weile nur so Früchte und so essen. Hack. Sehr schön. Hier ist noch einer. Aber das ist nicht der Ort, wo der Vogel schläft. Das ist aber der Ort, den ich suche. Hier oben kann ich alles sehen. Aber da unten war ich und dann hat er den hier irgendwo hochgetragen. Aber das wird wahrscheinlich auch Quatsch sein. Hier liegt er natürlich dann nicht mehr. Ach, das ist ja echt immer schade. Täuschend. Wenn man den Vogel dann noch erwischt hat. Hier ist so ein Baum. Tut mir sehr leid, Baum. Aber ich brauch dich. Tja. Na gut. Also es sieht so aus, als dass ich diesen Vogel nie wiedersehen werde. Und deswegen werde ich demnächst anfangen, wieder im Wasser zu looten. Oh, ein kleines Schiffi. Mittlerweile ziemlich zerfressen von dem Hai. Ach, guck mal, da vorne habe ich auch noch. Seht ihr da vorne? Ist auch noch übrigens Haiköpfe. Einige Haiköpfe. Zumindest kann ich mich jetzt halbwegs in Ruhe hier umgucken. Weil alle wilden Tiere dahin gerafft sind. Wird auch gleich wieder dunkel. Die Dunkelheit. Ach, guck mal, da ist schick, aber das. Der hat jetzt seine Lektion offenbar gelernt, ne? Der kommt mir jetzt nicht mehr zu nah. Oder? Ist das nur. Das ist nur eine Möwe. Oder? Das kann man schlecht einschätzen, ob die einfach nur weit weg ist oder einfach sehr klein. Aber ich glaube, das ist eine Möwe. So ein bisschen Holz haben wir auch. Das ist gut. Liebe Regie, was ist denn jetzt eigentlich hier so noch so geplant? Also, ich hätte es dann jetzt nicht so eilig. Oh, ich hasse dich so sehr, du. Also nicht dich, sondern dich! Stirb! Und ich kann die jetzt auch nicht alle wieder reparieren. Guck mal, der wahrscheinlich hat. Ja, der hat schon mein halbes Haus weggefressen. Hier sollte der Simon wohnen. Im Erdgeschoss. Wo er nicht einfach. Leute, ey. So, jetzt brauche ich mal eine Angel. Was kostet die? Ach, die kostet ja nicht mal Holz. Ja, das ist ja ganz gut.
Das ist ja gar kein Problem. Davon habe ich ja eigentlich. Was war das, ein Bolzen? Habe ich noch einen Bolzen? Ah, nee. Bolzen muss ich erstmal bauen. Und dafür brauche ich Eisen. Und ich habe mein ganzes Eisen verloren, als ich einmal gestorben bin. Ah, da, die Erinnerung daran ist immer noch sehr schmerzhaft. So, jetzt haben wir ein bisschen neues Goo. Ist kein Bock, mir eine schlechtere Angel zu kaufen, die mir dann noch die bessere Angel haben. Habe ich die nicht vielleicht sogar. Warte mal, hatte ich nicht noch eine Angel? Ah ja, ich habe sogar noch eine Angel. Muss gar keine kaufen. Oder bauen, vielmehr. Dann angeln wir jetzt mal ein bisschen Fisch. Vielleicht nochmal einen Schluck Wasser vorher. So. Und wieder auftanken hier. Bam. Bam. Und dann kann man zumindest mal in Ruhe gleich noch die Ressourcen im Wasser einsammeln und dann legt hier der Kahn mal wieder los. Ach, ich bin ganz entspannt. Kann man den Apfel eigentlich essen oder was? Ich traue dem Apfel nicht. Es ist 13.47 Uhr jetzt. Ich bin ja relativ entspannt, ehrlich gesagt. Wann ist dann die nächste Sendung? 15.30 Uhr? Ja. Ja, dann bleibe ich noch ein bisschen. HDGDL. Nein, nicht rote meine rote Makrele. Jetzt nicht weglaufen, rote Makrele. Ich habe zu viel geilen Scheiß. Ich muss einmal eine Sache hier wegschmeißen. Meine rote Makrele. Ist auch gar nicht. Okay, ich muss erstmal hier wieder was in die Essensbox packen. Was nehmen wir denn? Das, das, das. Und wo war nochmal meine Körnerbox? Da und. Nee. Da. Wassermelonensamen. So, ein paar Fischis sammeln. Fischi, Fischi. Warum Fischis? Packe ich noch schnell dazu. Ah. Ist das schon gar gewesen? Ja. Aber das ist ja wirklich nur so ein Mini-Happen, ne? Ja, im Dunkeln werde ich mich jetzt nicht mit dem Hai unbedingt anlegen. Und dann werde ich gleich mal gucken, wie viel Goo ich produzieren kann. Dass ich eventuell einen, hier, wie heißt es? Was, habe ich nichts bekommen? Achso, ich habe nicht richtig aufgepasst. Dass ich einen Schnorchel unten und die Flossen beides machen kann. Immer in die falsche zuerst gucken. Planken sind noch da. So, drei Goose. Habe ich auch noch einen Goose, sind vier Goose. Das heißt, ich kann eventuell auch schon eine Plastikflasche gleich bauen. Was ist die dumme Flasche? Plastikflasche. Leere Flasche, wo bist du denn? Was, bin ich doof? Also, da. Kunststoff. Ich habe schon genug Goo. Kann schon mal zumindest so eine Sauerstoffflasche herstellen. Ey, ich gucke immer in die falschen Kästen zuerst. Ja, da sind noch mehr Samen. Die Mangosamen können auch mal weg. Der Fischis sind auch fertig. So. Wo sind die Fischis da? Die essen wir jetzt mal. Denn der Papa hat Hunger. Und die Angel wieder rein. Ja, so ist das, ne? Es ist so viel Arbeit, wenn man schiffbrüchig ist. Ich kann euch das sagen, Leute. Ich kann euch es nicht empfehlen, schiffbrüchig zu sein. Immer was zu tun. Und das ganze Eisen, was ich gelootet hatte, alles weg. Es ist so schmerzhaft.
Oh, komm, Fischi. Die Angel macht auch nicht mehr lange. Und wenn der Morgen graut, dann geht's los. Das ist der Plan. Wenn der Morgen graut, nochmal alle Ressourcen abgreifen. Und dann überlege ich, ob ich diese Ziege irgendwie noch fange. Aber eigentlich wollte ich ja einen Lama haben. Und das war ja eindeutig eine Ziege, oder? Die gibt es nämlich auf diesen Inseln eigentlich, diese Lamas. Schön Buntbarsch. Komm. Gut. So, der Ofen ist auch aus, das heißt, da ist neues Gu. Was ist eigentlich mit dem Namensschild? Das wollte ich mir jetzt auch nochmal angucken. Was ist das hier eigentlich? Wie mache ich das denn? Irgendwo anbringen oder was? Ah ja, tatsächlich. Guck mal. Kann ich mir hier... Nein. Hier hin. Da drüben. Über das Fenster. Oder an die Tür. Oder so oben. Mhm. Okay. Ist das irgendwie bearbeiten oder so? Was draufschreiben? Keine Ahnung. Nee. Nun. Jetzt noch nicht ganz den Sinn da jetzt gecheckt, aber. Noch einen weiteren Fisch. Ja, Fischi da nochmal rauf. Fischi, Fischi. Dann. Gu. Gu, Gu, Gu. Neu rein. Bep, 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 bep. So. Dann können wir uns jetzt eine Plastikflasche bauen. Mit der Plastikflasche. Können wir uns die Sauerstoffflasche bauen, brauchen wir aber noch weitere Goose. Und wir können uns außerdem Flossen, warte mal, oh, wir brauchen 10 Goose. Oh Leute, was kostet mich eigentlich so ein ganzer Schmelzofen? Ich baue hier aber nur einen Schmelzer. Geht. Nicht so teuer. Schrott habe ich ja eigentlich ohne Ende. Nagel habe ich auch. Trockenziegel habe ich auch. Kann sogar noch einen bauen. Warum eigentlich nicht? Oh, jetzt kann ich sogar einen bauen. Ach, 6 Nägel. Ach, ja gut. Aber ich habe sogar ein bisschen Schrott. Da brauche ich einfach noch einen hin. Da muss ich aber aufpassen, dass mir der Hai das hier nicht wegfrisst, ey. Da hätte ich dann echt ein bisschen Schiss. Dem mir hier die Planke. Was ist da die Öffnung? Da, ne? So. Sieht auch schön aussehen. So. Nicht, dass der mir hier, wenn der darf. Das muss ich mal verstärken, aber dringend hier. Das ist ein bisschen Schiss. So, Gu rein. Dann geht das ein bisschen schneller. Da ist Gu fertig. Ah, Leute. Langsam geht das hier los. Guck mal. Zack, Seetang rein. Das Einzige ist halt, dass wir nicht genug Holz haben, um den Ofen im Gang zu halten. Aber Tauchen macht deutlich mehr Spaß mit der entsprechenden Ausrüstung. So, was brauchen wir noch? Seile, das ist ja gar kein Problem. Geil. Jetzt haben wir schon mal eine Sauerstoffflasche. Das heißt, wir können länger unter Wasser bleiben. Jetzt brauchen wir nur noch die Flossen. Und dafür brauchen wir lediglich noch 4 Goose und den Rest haben wir ohne Probleme. Seile können wir noch herstellen. Es fehlt nur noch ein Seil. Ist der Hai schon wieder? Irgendwo unterwegs? Da! Was? Ah, du! Jetzt ist er nämlich in einem Bereich, wo er mich wirklich nervt, weil er nämlich ab da anfängt, die... Ah, ich habe irgendwie wenig Planken. Ich kann mir gar keine Planken mehr bauen, oder? Ich bin auch komplett... Plank. Ich nehme eine Planke, lol. Oh Mann. Mein Hammer.
Kann ich hier noch eine Schutzplanke bauen? Nee, nein. Eine Schutzplanke. Ich muss bald wieder in See stechen. Die habe ich jetzt da hingesetzt, in Hoffnung, dass der Hai erst die frisst, bevor er dann hier an meine Körbe rangeht, weil die... Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Ist das bei mir? Was ist das für ein Geräusch? Gehört das zu mir? Hä? Hab hier irgendwo mal ein Radio gebaut oder sowas? Was ich vergessen habe? Was ist das? Ich werde es nie erfahren. Stattdessen nehme ich das Gu. Ich habe natürlich jetzt zwei Holz verbraucht. Vermutlich wird das genau das sein, was mich daran hindert, dass ich genug Gu bekomme für die Flossen. Ah, 5 Gu. Hör auf. Ah, sieht doch ganz gut aus. Guck mal, das heißt, ich kann jetzt auch schon die Flossen bauen. Und dann werden wir richtig schön einen Tauchgang machen. Ist das nicht mega? Ich finde schon. Geil. Sehr schön, Leute. So, wie sieht das aus? Hunger und Durst ist vorhanden. Oh, jetzt habe ich natürlich Salzwasser getrunken, wie ein dummer Depp. So. Füllen wir nochmal ein bisschen auf. Das ist auch gut, dass man hier schon neu auffüllen kann, obwohl der noch nicht leer ist. So, weg damit. Dann... Sachen, die Axt brauche ich für den Moment nicht, weil ich jetzt ja auf Badetour gehe. Diesmal werde ich natürlich auch meine Pfeile hier lassen. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Das kann ich da lassen, das kann ich da lassen. Alles, was ich nicht irgendwie brauche. Frisst der Hai schon wieder irgendwo was? Klang so ein bisschen so. So, Fischis, essen wir noch auf. Fischi, Fischi, Fischi. Ja, keine. Oh, ein bisschen Planken sind noch da. Ich check das mit dem Radio nicht. Habe ich das da mal irgendwie gebaut? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, die bringen wir natürlich auch in Sicherheit. Die Ziegel. Und ich packe die jetzt einfach mal da rein. Ich hab keinen Bock jetzt. So, zack. So, Speer auf jeden Fall mega wichtig. Die Melone belasse ich mal. Die hilft mir nämlich ein bisschen zur Not was zu essen, zu trinken, zu haben. Vielleicht nehme ich sogar die Kokosnuss mit. Machen wir das lieber so. Dann geht's jetzt los, Leute. Seid ihr bereit? Zack, die Sonne scheint. Ich tauche mal los. Oh, man können wir mal diesmal hier lang tauchen. In diese Richtung. Was hier ist. Was, das macht einfach so viel mehr Spaß mit. Das? Kann ich nicht. Mit Sauerstoffflasche und Schnorcheln. Da! Shoot, ich hab's wieder nicht geschissen bekommen. Ach, Mann! Wieder nicht geschissen bekommen. Ah, Mann. Ich bin kein guter Pufferfischjäger. Hoffen, dass ich hier nochmal so eine Eisen und Eisenflöz krieg. Was haben wir denn hier Feines?
Also so Ton. Schnell wieder hoch. Ja, für alle, die einschalten, vorhin hatte ich richtig viel Eisen. Und dann bin ich auf dem Rückweg gestorben. Mit dem ganzen Eisen an Bord. Ist das nicht gemein? Zwei Pufferfische! Die waren zu zweit. Das ist aber auch mal Schluss mit lustig. Wieso kommen die denn auch zu zweit? Das ist doch völlig unnötig. Aber hier gibt's aber geilen Scheiß. Ein bisschen Sand, damit kann man unter anderem Glas machen. Na gut, Steine habe ich eigentlich immer genug. Eisen ist die Ressource. Schrott ist auch mega wichtig. Braucht man ganz oft. Eisen ist die Killer-Ressource. Bisschen Schrott. Gut. Mensch, das mit den Pufferfisch, das ärgert mich. Ich soll die Pfeile, sagt er, die habe ich natürlich jetzt nicht dabei, aber ich habe einen Pufferfisch auch schon mit einem Speer erledigt, meine ich. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal gemacht habe. Deswegen bin ich jetzt verwundert, dass das nicht so gut klappt. Aber wenn die platzen, kommen die doch wieder, oder? Die gelten noch nicht als gelootet, wenn sie platzen, ne? Stimmt das nicht? Ist das nicht so? Sagt mir, dass das stimmt. Eisenerz. Da will ich gleich nochmal in die Dunkelheit tauchen. Ah, gut. Schon weit weg. Und da noch was ist. Darf nicht vergessen, wo die Pufferfische waren. Hier ist noch ein bisschen was. Kupfer. Das ist aber kein Eisen. Eisen ist besser als Kupfer. Gegen zwei Pufferfische ist ehrlich gesagt aber auch ein bisschen schwierig. Weil während man den einen piekst, schwimmt der andere natürlich auf einen zu. Und deswegen ist auch ein bisschen ungerecht, gegen zwei zu kämpfen. Schrott. Mehr Schrott. Kann man denn überhaupt unter Wasser mit Pfeil und Bogen schießen? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Geht das? Ist das nicht hier Eisenerz? Nee. Stein. Mega lame. Ich habe mich schon gewundert. In dieser geringen Wassertiefe existiert doch eigentlich sowas nicht. Wollen wir eben gucken, ob da die Puffers zurückgekommen sind? War auch so ungefähr. Hier so, oder? In eine Höhle? Genau, Seetank ist auch wichtig für Goo-Produktion. Ah, komm, nehme ich das jetzt noch mit. So. Die darf man nicht unterschätzen, diese kleinen, süßen Rackerpflanzen. Die sind schon geplündert. Jetzt wird es natürlich dunkel. Jetzt wird es langsam dunkel. Das sehe ich natürlich nicht so gut. Das ist logisch. Aber ich glaube trotzdem, dass hier irgendwo waren die Fischis.
Jetzt ist es natürlich schwierig in der Dunkelheit. Ich schwimme erstmal nach Hause. Ah, nee, das bringt nichts. Die sehe ich nicht so wirklich gut. Das war auf jeden Fall hier in der Nähe. Da! What the fuck? Aber er hat mich nicht erwischt. Habt ihr das gesehen? Kommt einfach nochmal der Hai an. Ich check's mit dem Radio nicht. Ich check's wirklich nicht. Könnt ihr mir das mal erklären? Checkt ihr das mit dem Radio? Alter, ne. Mein Freund, so nicht. Du Arsch. So ein Arsch bist du, ey. Weißt du was? Komm mal her. Wo bist du? Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Komm her. Komm her! Feige Sau. Komm her. Selten so eine feige Kreatur gesehen. Zack. Und komm her. Unglaublich, oder? Ich werde den jetzt einfach platt machen. Ich ein bisschen. Warum soll ich eigentlich angeln, wenn ich einen Hai fressen kann? Komm her. Ist das nicht eigentlich eine Beleidigung für den größten Nicht-Säugetier-Prädator des Meeres, dass er sich hier mit so einem kleinen gestrandeten Menschen abgeben muss und nicht mal einen Stich sieht im wahrsten Sinne? Auf Sauerstoff achten. Na, den Angriff nehme ich noch mit. Komm her! Hahaha! Tschüss, Hai. Einfach nur, weil du mich genervt hast und ich einfach mal ein Zeichen setzen wollte. Kann ich eigentlich auch die Zeit nutzen, um mir ein bisschen zu plündern. So. Was haben wir denn hier noch? Hier unten ist leider nichts. Geh mal richtig in die Tiefe. Aber kein Eisenflöz begrüßt mich. Schade. Oh, noch nicht mehr so viel übrig. Und essen und trinken muss ich auch langsam mal wieder. Aber ich habe kaum Holz, um den Fisch zu braten. Der Grund, weshalb mich der Hai nicht tangiert, ist, dass ich weiß, wann ich zustechen muss. Und zwar immer genau dann, wenn er sein... Ja, ich wünschte jemand... Ach so, hier ist... Da ist mein Radio, ich hab's halt original voll vergessen. Hier steht das. Okay. Genau, immer wenn er sein Maul öffnet, gebe ich ihm und dann kann er nicht mich zurück quasi beißen. Das ist der Trick. Seht ihr das? Ganz geil, oder? So. Nee, Seifischkopf, noch 5 in Reserve. Hier gibt es doch gar nicht. Lecker gebraten. Aal. Ein bisschen was trinken sollten wir auch. So, komm her. Dann, dir fehlt eine Planke. Klar. Dir fehlt So. Aber Steine gesammelt. Alles weg, bevor ich wieder sterbe. Wer weiß? Wer weiß? Ein bisschen Quarzsand. Na, Eisen habe ich
echt nicht mehr viel. Ich muss langsam echt mal ein bisschen Eisen finden. Schrott. Hier, Blümchen. Rein damit. Kann ich mir eine neue Sauerstoffflasche kaufen gleich. Oder? Ah, warte mal, dann muss ich ja vorher auch noch mal wieder eine Plastikflasche bauen. Ah, dafür brauche ich so viel Glue. Zumindest neue Flossen, na egal. Egal, egal, egal. Also, dann packen wir das mal da rein. Den Fischi esse ich noch mal. Kokosnuss. Sind die fertig? Ja. Okay. Und Seil. Okay, dann wieder los. Dann wieder los. Achso, ja, gut. Federn könnten wir auch sammeln hier. Nein, nein. Solange der Hai noch weg ist. Müsste eigentlich auch gleich noch ein Pufferfisch kommen. Den habe ich auch nicht erledigt. Schon erbärmlich, dass ich noch nicht einen Pufferfisch erledigt habe. War denn da noch Eisen, wo wir... Das war doch hier, ne? Ja. Bei dieser Höhle. Da war der Eisenflöz. Gucken wir mal, ob da noch was zu holen ist oder ob ich da schon alles abgeerntet hatte. Der Hai müsste jetzt eigentlich weg sein. So, das war dieser verbackte Stein. Guck mal, da ist noch was. Ah, das ist auch kein Eisen. Wo war denn diese Kante? War das weiter da? Weiter da. Kaputt? Nee. Warte mal. Wo war denn diese Felskante da? Wo so viel Shit war. War das nicht hier? Nee. Also mehr in die andere Richtung gewesen sein. Und gleich ist meine Sauerstoffflasche hinüber. Verbraucht natürlich mit jedem Tauchgang, verbraucht die sich natürlich mehr und mehr. Deswegen schwimme ich jetzt mal über Wasser. Schrott, dann war das in diese Richtung. Dann tauche ich da gleich nochmal runter. Und irgendwo war auch der Pufferfisch hier noch. Guck mal, da ist noch ganz viel Schrott. Auch wichtig. Und mit ein bisschen Glück kriegt man auch Schrott mit einem normalen Loot, wenn man auf hoher See ist, aber Eisen nicht. Und deswegen ist Eisen so wichtig. Also, dass man das hier alles einsammelt. Man kriegt es ja wirklich nur an diesen Inseln und dann auch eben nur an diesen ganz tiefgelegenen Felswänden. Meine Sauerstoffflasche ist alle. Ihr seht das, wie schnell ich jetzt meine Luft verliere da oben. Das ist natürlich ein weiteres Problem. Los, hoch. Boah, gleich weit unten. Los. Boah, alter Schwede. Eieiei. Muss ich mal ein bisschen aufpassen. Tja.
Also diese ganz unproblematisch sind die Tauchgänge jetzt nicht mehr, leider. Die habe ich schon geerntet, aber da ist noch ein bisschen Schrott. Die Dinger hier, warte mal, tragen die noch? Nee, die tragen noch. In die Richtung bin ich auch nicht mehr groß weitergegangen. Ich bin dann, glaube ich, irgendwann nach Hause. Aufs Boot und dann bin ich verreckt. Und das heißt, in diese Richtung habe ich jetzt unter Wasser noch nicht wirklich viel gelootet. Mal gucken, was hier noch ist. Und die tragen auch noch. Werden wir auch. Daraus wird, wie gesagt, dieses Gutzeug gemacht. Und dann irgendwann demnächst ist auch mal wieder Zeit abzulegen, wenn ich jetzt hier einmal so die Insel umrundet habe. Unter Wasser. Das Einzige, was ich wirklich noch gerne machen würde, sind diese Pufferfische. Das nervt mich kolossal, dass ich da nicht welche erbeutet hatte. Und wir haben ja eben auf dem Radar auch schon nächste Ziele sozusagen ausgemacht. Hier ist erstmal nichts, ne? Eine Weile hier oben langlaufen. Ja, komm ich da hoch? Glitch, 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 glitch. Ja, sehr schön hochgeglitscht. Da sind noch ein paar Dinger. Guck mal, hier ist wieder was. Dann ernten wir nochmal diese Pflanzen da unten. Ah ne, die kann ich gar nicht ernten. Ja, auch noch relativ karg. Alles ganz schön karg. Guck mal, hier ist gar nichts. Voll ressourcenarm. Tja. Guck ich mal. Ah, da ist hier unsere Ziege. Ich habe noch nie probiert, eine Ziege mit einer Netgun zu fangen. Ich weiß nicht, ob das geht. Und ich glaube auch, ich weiß gar nicht, was bringt einem denn eine Ziege an Ressourcen? Ziegelsteine vielleicht. Sind wir immer noch drauf nach all den Jahren. Das ist, glaube ich. Was? Nein! Ey! Och. Wollte er nicht looten. Hier haben wir noch ein bisschen was, ist doch schön. Hier ist wieder ein bisschen mehr los. Guck mal, das ist eine schöne Gegend. Würde mich nicht wundern, wenn hier gleich ein Pufferfisch um die Ecke kommt. Aber es war kein Pufferfisch, es war nur meine eigene Angst, die mich... Ah, da klebt was an der Wand. Aber auch das sind leider keine Eisenklumpen, sondern nur so Kupferklumpen. Aber gut. Loot ist Loot. Ah. Aber Eisen will ich haben. Eisen, Eisen, Eisen. Hoch, 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 hoch. Da gibt es noch jede Menge Schrott. Was ist jede Menge? Ein Schrott. Die nächste Insel ist auch nicht so weit, ne? Warte mal, hier waren wir noch nicht. Da ist noch ein kleines Lager oder haben wir das schon geplündert? Man nervt das ohne Sauerstoffflasche. Wenn man es einmal gewohnt war, mit Sauerstoffflasche zu tauchen, dann ist das jetzt hier so ohne echt nervig. Das kann wahrscheinlich jeder Tiefseetaucher nachvollziehen, dieses Erlebnis. Meine Bubbäume, die kann ich auch noch mal looten. Da ist noch was. Leute, Eisen wäre gut. Eisen wäre gut. Ist das dann noch eine Höhle oder so? Warte, ich muss mal gucken gleich. Mal hoch. So, hatte ich hier nicht gerade eine... Guck mal, da ist noch was. Aber das ist nur so ein Durchgang. Das scheint mir Eisen zu sein. Guck mal, Leute. Da haben wir tatsächlich noch was gefunden. Nicht viel. Wenn man bedenkt, was ich schon alles hatte und dann gestorben bin, da ist auch noch was. Das merke ich mir. Sehr gut. Hat sich gelohnt, noch ein bisschen weiter zu suchen. Und wieder runter. Da, die drei. Da noch Schrott oder was? Nee.
Oh nee. Shit. Doch, ist doch Metall. Kurz überlegt, ob es Kupfer ist. Nee, ist Metall. Sehr schön. Und im Hochschwimmen mal so lugen, ob da noch irgendwas ist. Klebt da noch was? Ich sehe nichts. Seht ihr noch was? Nee, ne? Ihr seht auch nichts mehr. Okay. Dann. Ich guck mir jetzt nochmal diesen Durchgang da an. Ich glaube, das ist einfach nur ein kleiner Tunnel. Aber. Auf alle Fälle. Nicht, dass das irgendwie eine geile Höhle ist. Nee, ne? Kann man einfach nur durchschwimmen. Wie es mir scheint, oder? Ja. Das war leider nicht so spektakulär. Haben wir hier noch ein paar Seekräuter. Oh, man kann hier endlos lang looten. Da ist ein komischer Krater oder Trichter oder sowas hier. Ein kleiner. Ein Stein und so. Ja, okay, dann mache ich jetzt noch ein bisschen schneller und dann irgendwann ist auch mal hier Feierabend. Das auf dieser Insel wahrscheinlich auch. Das meiste Gute schon weg. Aber diesen Pufferfisch, den will ich noch mal haben. Die waren ja beide, sowohl links als auch rechts neben dem Boot, waren so Pufferfischstellen. Und deswegen habe ich doch Hoffnung, dass wir die noch kriegen können. Okay. Nach der nächsten Kreuzung gehe ich auf die Insel und dann laufe ich zurück zum Boot. Dann gucken wir noch mal, ob es da einen Pufferfisch gibt. Und dann hauen wir ab hier. Ach, mal, da ist ja auch schon unser Boot. So. Na, mal gucken. Hier irgendwo. Aber nicht mehr so viel Wasser und Fleisch. Intus. Ah, warte mal. Nee. Da ist der Hai schon wieder. Nerv. Das ist wahrscheinlich immer noch Piss, dass ich seinen Freund gefressen habe. Ja, komm schon. Hopp! Seht ihr? Wenn er in dem Moment, wo er das Maul aufreißt. So ist das halt mit Arschlöchern, ne? Wenn sie das Maul aufmachen, wird direkt zustechen. Oh, schnell mal was trinken. Das war ein Scherz, ne? Wisst ihr? Dass ihr denkt, ich laufe jetzt hier durch die Gegend und steche auf Arschlöcher ein oder sowas. Da wäre ich ja den ganzen Tag mit beschäftigt. Das mache ich nicht. So, ich habe wahrscheinlich keine Planken mehr jetzt, um mein irgendwas reinzuschmeißen, oder? Was ist noch? Dann gib mir doch mal. Ja, das sind für Köder. Ja, das ist gar kein. Oh, ich habe nicht mehr so viele Möglichkeiten hier. Ich muss demnächst weiter. Leider. Klumpis. Klumpis. 10 von den Dingern leider nur. Ein bisschen Schrott. Ein bisschen davon. Okay. Und jetzt will ich nur noch den Pufferfisch und dann können wir ja auch abhauen. Dann können wir uns das auch mal hier wieder gemütlich machen auf hoher See. Dann muss ich jetzt hier Kokosnuss essen. Nicht mal genug Holz, um das Fleisch hier zu braten. Gut. Pufferfische! Da waren welche und hier waren welche. Die waren noch direkt hier am Anfang, ne? Natürlich ist es wieder Nacht. Ach, scheiße, bin nichts. Muss noch einmal schlafen gehen. Arschloch, hi. Dip, 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 dip.
So, einmal noch pennen gehen, Leute. Dann letzte Mission auf dieser Insel sind die Pufferfische. Meint ihr, wir kriegen die noch? Ich würde mich ja freuen. Dann nehmen wir Kurs auf eine andere Insel. So, Sonne gehen wir richtig auf. Das ist doch nicht wirklich hell. Das ist doch... Was ist das? Das ist doch noch halbe Nacht. Da sehe ich doch nichts da drin. Mach mal jetzt mehr Sonne, bitte. Wenn es irgendwie geht. Muss doch möglich sein. Ja. So langsam jetzt. Es ist genug, hell genug. So, okay, also. Hier in diese Richtung waren zwei Puffers. Und die eine Richtung war ein Puffer. Da ist der Hai. Kommt der zu mir, oder? So unheimlich ist es ja schon. Kommt der jetzt? Da hinten sehe ich ihn noch schemenhaft. Boah, das ist echt unheimlich, ehrlich gesagt. Da ist er. Oder wieder ab. Liegt das daran, dass hier Pufferfischgebiet ist? Dass er deswegen abhaut? Oder hat er einfach nur keinen Bock, dass er von mir wieder erstochen wird? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der lässt sich nochmal blicken. Ich fürchte das. Man sieht ja auch seine Flosse nicht, ne? Aber so, das ist schon ekelhaft, so aus der Dunkelheit, wenn da auf einmal sich dann so ein... Boah, ich hab echt... So in... Oh, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, wo Haie sind, also nicht, dass ich das schon mal war, aber dann würde ich... Boah, hätte ich Schiss, ins Wasser zu gehen. Der Gedanke, dass da auf einmal so ein Hai ankommt und sich da... Boah. Hätte ich da keinen Bock drauf. War ich da in der Höhle schon? Puffis! Puffis! Seid ihr? War das nicht hier irgendwo? Dass die Puffis hier ankamen? War doch hier. Puffis! Oh, da ist noch ein bisschen Loot. Puffis! Ich meine, das wäre hier gewesen. War nicht weit weg vom Boot. Tja. Die Puffis, ne? Das könnte auch so eine YouTube-Gruppe sein. Die sich dann, die sich mit 12, haben die sich die Puffis genannt? Und dann hatten sie halt den Namen. Und haben sie irgendwann gemerkt, das ist irgendwie, es ist nicht cool, aber ey, wir haben jetzt diesen Namen. Was willst du machen, ne? YouTube-Kanal ist einfach, das ist ja auch eine Marke dann. Kannst nicht mehr umbenennen. Bist halt dein Leben lang, bist halt die Puffis. Mist, ey, die kommen einfach nicht. Das war hier, auf jeden Fall irgendwo in der Ecke. Das war nicht weit weg vom Boot. Loot ich den Puffis halt ihren Scheiß weg hier. Ja, egal. Die werden schon noch kommen. Ist da gerade aus dem Wasser gekrochen? Was war das? Achso, das war nur so eine komische Stabpflanze hier. Shoot. Nee, weiter weg war das nicht, das war... Ja, da sind sie jetzt irgendwie nicht respawned. Schade. Schade. Dann vielleicht in die andere Richtung. Gibt es da mehr Puffis? Ist schon dumm, jetzt hier so diese Puffis zu looten. Gibt schon spannendere Sachen. Aber man braucht die halt, ne? Man braucht unbedingt deren Gift. Ich habe nur einen von diesen Netzen gebaut. Und wenn ich dann wahrscheinlich daneben schieße, dann ist das weg. Und dann gucke ich dumm aus der Wäsche. Dann brauche ich wieder Puffis. Wenn ich hier doch gerade welche gesehen hatte. Ah. Okay, ich gehe jetzt nochmal zurück zum Boot. Und dann haue ich, glaube ich, ab.
Wer weiß, ob die überhaupt nochmal respawnen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen. So, hier oben lang. In aller Ruhe. Kein Vogel weit und breit, der mich nervt. Oh, eine Wassermelone. Die nehmen wir nochmal mit. Die sind ja schmackhaft, ne? Das ist immer noch der größtmögliche Skandal. Dass ich damals nicht mein Loot bekommen habe mit diesem Vogel da. So, einmal noch linke Seite gucken, ob da noch ein Puffy kommt und dann hauen wir ab. Das ist hier die letzte Amtshandlung auf dieser Insel. Und dann sind wir weg. Das wird auch ganz befreiend werden. Oh Gott, werde ich Fische angeln und braten und Holz ohne Ende sammeln. Ich werde so viel Holz sammeln, Leute. Die ganzen Kisten mache ich voller Holz. So, wo ist jetzt der Hai? Ja, egal. So, hier waren irgendwie auch noch mal Puffis. Da ist dann auch noch ein bisschen Loot. Da werde ich meine Dings reparieren, mein Schiff reparieren. Damit der Hai da nicht an die ganzen Netze rankommt. War hier jemand? Müssen Puffy sein. Schrott mitnehmen. Ist auch nicht, ey. Puffy! Wo kommen die denn jetzt nicht? Wenn man die nicht tötet, sondern die nur so explodieren, dann kommen die eigentlich wieder. So war mein Kenntnisstand. Aber vielleicht ist der auch falsch. Der Kenntnisstand. Wer weiß das schon? Niemand kann alles wissen. Da haben wir auch schon gelootet. Ah, das ist echt jammerschade. Das ist echt doof. Ah, hier war das in dem Gebiet, okay. Ja, nee, dann jetzt zurück zum Schiff. Selber schuld. Puffis. Dann halt nicht. Mist. Ah, ich hätte gerne noch welche erledigt. Vielleicht probiere ich es nächstes Mal tatsächlich dann mit Pfeil und Bogen, wenn ihr meint. Ihr sagtet ja, das ist besser. Klar, da kann man aus der Distanz schießen natürlich, aber mir war das gänzlich unbekannt, dass es auch physikalisch möglich ist, Pfeil und Bogen im Wasser abzuschießen. Aber man lernt ja nicht aus. So, ihr Landratten, jetzt schnallt euch mal an. Jetzt wird gleich mal der Anker gelichtet. Da ist der Hai. Ja, komm her. Komm her, du dumme Sau. Komm her. Ich hasse dich so sehr, wie du mein Schiff jedes Mal kaputt machst. Deswegen hasse ich dich. Okay, also Anker lichten. Tschüss, Insel. Dann müssen wir erstmal gucken, dass wir jetzt wieder. Ja, guck mal. Wird jetzt automatisch schon abgetrieben. Mal von der Insel weg. Und dann gucke ich mal. Ich wollte natürlich übrigens damals dieses Gerät da unten hinstellen, direkt neben das Segel. Aber das hat nicht funktioniert, weil man. Es hat mit den Antennen nicht geklappt. Man muss die Antennen auf eine bestimmte Art und Weise bauen. Warte mal, wo ist denn jetzt, was ist denn jetzt vorne? Die ist da. Also dahinter. Ja, dann mal an der Insel vorbei. Da könnte ich auch hin. Ich müsste da oben mal ein neues Segel bauen. Das wäre eigentlich, glaube ich, das Sinnvollste. So, und jetzt auf in den Strom. Die Fahne zeigt immer die Strömungsrichtung an und dort ist dann logischerweise auch das ganze Loot. Ihr seht hier schon, hier kommen schon die ersten Loot-Sachen. Gib mal deine Feder da. Da bewegen wir uns dann gleich in den Strom rein. Dann kann man auch irgendwann, wenn ich, glaube ich, das Segel komplett ausmache, also wenn ich das einfach wieder einhole, dann werde ich automatisch in diesen Strom reingezogen, meine ich.
Geht auch allerhöchste Eisenbahn. Ich hab nicht mehr so viel leckere Sachen. Na, da kommen schon die ersten geilen Sachen hier. Sehr schön. Hier müsste ich eigentlich wirklich nochmal ein Segel irgendwie bauen, damit das... okay, also, guck mal, wir sind da in der Mitte. Wir haben jetzt... Da ist irgendwas. Ich weiß nicht, was da ist. Und das andere da unten, das grüne, ist noch eine Insel. Aber wir werden jetzt eher so in diesen Punkt... diesen Punkt zugehen. Guck mal. Und richtig rein da in die Strömung. Dann haben wir gleich auch wieder ganz schön viel Holz und dann kann ich wieder... Ach, da ist er. Hältst du mich eigentlich? Du willst wieder irgendwas bei mir wegfressen. Tschüss, Insel. War schön mit dir. Das Schlimmste ist, dass er hier mein HSV-Haus komplett gefressen hat. Guck das mal an. Das da, das interessiert ihn überhaupt nicht, dieser kleine Schwanz, den ich extra seinetwegen da gebaut habe. So, Leute, Loot, 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 Loot. Wo bleibt das Loot? Wo bleibt das Loot? Oh. Okay, unnötig. Guck mal, so, wisst ihr noch ganz am Anfang, als man immer so diese Haken geworfen hat? Das brauche ich natürlich alles nicht mehr, weil ich hier natürlich diese geilen Auffangnetze überall habe. Aber ja, hier hängen schon so ein paar Sachen. So ein paar Planken nochmal. Come on. Kann ich hier gleich mal. Ah ja, hier. Ah, sehr schön. Die werde ich natürlich jetzt auch alle einsammeln, wenn sie dann voll sind. Später dann lässt man die natürlich da so drin, die Sachen, wenn man genug hat. Und dann das alles Reserve. Aber jetzt kann ich hier schön schon mal anfangen. Ein bisschen wieder auszubessern, was der Hai hier alles zerfressen hat, dieses Drecksvieh. Dafür brauche ich meinen Hammer, den habe ich aber weggepackt. So, wo ist mein Hammer? Kommen Sie bitte sofort zu mir. Und machen Sie jetzt, dass ich arbeiten kann. So. Jetzt habe ich meinen Hammer, mit dem kann ich Sachen bauen. Und jetzt kann ich hier da zum Beispiel wieder, hat der eigentlich. Muss ich erstmal gucken. Das, ich mag das nämlich nur, wenn es symmetrisch ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ob der eine weggefressen hatte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Bam. Und hier machen wir es dann. Diesen windschnittiger, ne? So, guck mal hier. So, sieht ein bisschen windschnittiger aus, wenn das so ist. Sehr gut. Ist da drüben gemacht? Hab ich da. So habe ich so komplett diese. Ah, okay, so machen wir das da drüben auch. Und das Schlimmste ist, dass alles, was ich so mühsam angemalt hatte, dass das alles weg ist. Deinetwegen, hi. Tschüss. Ist ja dumm, ich stehe direkt daneben. Was glaubt der, was passiert? Weil der geht, keult sofort hier ran. Das muss ich alles mal mit Metall irgendwann befestigen. Dann kann der Hai das nicht so leicht zerfressen. Aber ihr habt ja gerade gesehen, Metall ist rar gesät. Wir müssen jetzt ein bisschen häufiger ernten am Anfang noch. Kann ich mir so langsam mal auch wieder einen Fisch braten. Planke platzieren. Denn der Hunger klopft schon langsam an. Das heißt, ich muss bald mal wieder angeln gehen. Oder mal einfach den Hai töten. Ich kann auch theoretisch einfach den Anker lichten. Hier mitten im Strom müsste doch eigentlich gehen, wenn ich hier den Anker lichte, kriege ich Ressourcen und kann trotzdem Hai jagen gehen. So, hatte ich noch eine Angel oder? Nee. Die ist auch weg. Schade. Hier, das sind die alten Wasserkocher. Ah, ist das schön. Wenn man so lange nichts hatte. Das ist richtig.
schön zu looten. Muss man immer leer machen. Die Netze, die können natürlich nur eine bestimmte Anzahl von. Oh, jetzt habe ich Hunger. So, wie sieht's aus, Fischi? Kannst du denn mal fertig werden? Wie lange kann so ein Haifisch garen? Das weiß ich nicht. Dann bauen wir uns mal eine schöne Angel. Seilbolzen. Bolzen. So, komm. Sind wir noch nicht fertig. Mehr Bolzen haben wir nicht, ne? Brauche ich nochmal für einen Bolzen? Brauche ich dafür das, oder? Ja. Oh Mann, ey. Ihr seht, wie wichtig das gute Eisen ist. Und hier habe ich echt wenig von. Muss man immer auf die Inseln rauf, ne? Weil nur da kriegt man den geilen Scheiß. Da muss ich alles mal mit Eisen verstärken. Denn ich kann... Los. Fuck. Ja. Fleisch essen. Fischis, gib mir das. Mm. Ah, lecker. Lecker, lecker, lecker. So, dann. Wie viele Planken habe ich? Na, reicht nicht. Um zu reparieren. Ich will ja gleich da drüben mal mein Hauptshaus reparieren. Mein Gästehaus ist das ja eigentlich. Ne? Ihr wisst ja, ich habe ja die Jungs eingeladen, mich zu besuchen. Haben sie ja einfach nicht gemacht. Wo sind sie? So sind sie halt. Kannst du nichts gegen tun. Gehe ich jetzt mal ein bisschen angeln. Ah doch, jetzt habe ich schon ein bisschen mehr Planken. Das ist gut. Angel, komm her. Und friedlich durch die Nacht radeln und ein bisschen angeln. Ist das nicht schön? Ein Hering. Das macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man mit mehreren Leuten ist, ne? Irgendwie. Also wenn man das im Multiplayer spielt, ist das schon echt lustiger. Weil dann kann man sich um verschiedene Sachen kümmern, dann muss man nicht wirklich sich um alles kümmern. Dann kann der eine sagen, ich gehe fischen, der andere erkundet die Insel und der andere geht tauchen und so weiter. Und dann kann man richtig schön sich aufteilen. Und außerdem ist es mit der Zeit ja auch ein bisschen einsam, ne? Oh, komm. Weiß mal an. Vielleicht mal auf dem Radar, wo diese Stelle ist, die uns da angezeigt wurde. Ist das schon wieder der Hai? Ist der schon wieder am Rumwüten? Nee. Mal einmal eben auf dem Radar, in welche Richtung das geht. Oh, noch 460 Meter. Wir werden direkt darauf zugetrieben. Aber da ist der ganze geile Schrott. Lernen. Ja, ich weiß nicht genau, was das ist. Ob das diese Station ist, auf der ich schon mal war. Es ist möglich, aber dann seht ihr das auch mal. Mal gucken, was das ist. Auch mal so ein paar große Fische. Diese kleinen, die. Die haben ja nichts an sich. Die eignen sich für Haiköder und wenn nicht. Aber so richtig großen Welse und so, die sind gut. Die brauche ich. Krähle. Wir können auch das Boot noch ein bisschen ausbauen, ne? Wir können hier noch theoretisch auch. Ich meine, ich mag es ja, es ist ja so schön schlank, ne? Es sieht ja wirklich aus wie so ein geiles Raumschiff. Von der Form her, man, diese Bäume zum Beispiel, man, lohnt sich schon. Wenn man einfach viel mehr Bäume anpflanzt,
dann hat man natürlich nicht dieses Holzproblem irgendwann, auch wenn man längere Zeit auf einer Insel ist. Aber ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt nicht gut vorher gelootet. Normalerweise müssen alle Kisten voll sein, ne? Dann hast du natürlich auch keine Probleme. Ihr seht ja am Plastik zum Beispiel, wie viel ich davon noch hab. Da ist schon wieder. Ah, da ist ein Rohrwels. Ja, das ist doch gut. Wäre auch komisch, wenn man einen gebratenen Wels aus dem Wasser ziehen würde, oder? Das wäre schon ulkig. Guck mal, seht ihr da hinten die Konstruktion schon? Ich gehe mal nach vorne. Seht ihr das vielleicht besser? Da scheint sie so schon durch. Eben hat man es ein bisschen besser gesehen. Da werden wir jetzt drauf zugetrieben. Und das ist eine von Menschenhand errichtete Konstruktion. Da jetzt, ne? Seht ihr das? Da werde ich jetzt mal drauf lossteuern. Und mal gucken, was das ist. Ja, da sieht man es, da schält es sich aus dem Nebel. Und das sieht schon sehr aus wie die Station, auf der ich war. Aber die sehen eh alle ein bisschen ähnlich aus. Mal gucken. Ich werde wahrscheinlich schon drauf zugetrieben. Ich muss gar nicht viel rudern. Spannend. Ob da irgendwas Neues gibt es. Meine ganz. Och, das ist, könnte die Station sein. Der ganz oberste Raum, der da. Da ist diese riesige Parabolantenne und da drunter ist ein Raum. Und da ist ein Whiteboard drin oder so in diesem Raum, auf dem so Infos sind über die Welt und so. Wenn das das ist. Ich werde es ja gleich sehen. Wenn da noch viel Loot irgendwo ist, dann war ich da. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Ein Fisch verloren. So. Naja, dann pack mal den großen Dicken darauf. Den mit den traurigen Augen. So. Erstmal packen wir hier das Eisen. Noch irgendwas, die Pflanzen. Naja, kein Platz mehr. Egal, packen wir jetzt hier rein. Bumm! So, denn ich habe ja keinen Bock jetzt, falls ich aus irgendeinem Grund wieder sterben werde, dass meine ganzen Ressourcen. Doch, das Schrott brauche ich da noch rein. So. Okay, jetzt muss ich mal langsam anfangen, in die Richtung auch zu fahren. Sollte aber klappen. Ja. Na, bin gespannt. Da muss ich bis da oben. Ja, da war ich schon. Ihr seht das hier auch, da sind so Leitern abgebrochen. Da muss ich dann hüpfen und so. Das ist eine ganz schöne Frickelei. Aber ich zeige euch das jetzt. Ich muss was trinken. Lass uns noch mal ein bisschen paddeln. Das klappt ganz gut. So, ist mein Wels fertig? Ich hab Hunger. Mal schnell meine Dings holen. Paddel. Paddel ich da noch mal ein bisschen näher ran. Und dann schmeißen wir den Anker und dann gucken wir mal, was da drin ist. Oder war ich da? Also auf jeden Fall sind das schon neue Grafiken. Diese ganzen Lianen da und so. Die waren da vorher nicht. Hänge ich da jetzt fest oder kann ich. Rein physikalisch müsste ich doch meine Schnauze jetzt drehen können, oder nicht? Aus. Ich will dann ein Stück näher ran. Will er nicht. Ja? Nee, weil ich mich nicht drehen kann, ne? Seht ihr das? Ich hänge jetzt an einem Zipfel fest.
Dann ist das jetzt auch egal. Anker raus. Dann muss ich halt ein kleines Stückchen im Wasser bleiben. Aber der Hai ist ja auch ein Loser, oder? Ein bisschen essen. Lecker, lecker. Dann nochmal Fischis darauf packen, damit ich was fertig habe, wenn ich wiederkomme. Der Rest von den Fischis kommt mal hier rein. Zack. Zack. So. Und Platz machen natürlich, wenn ich irgendwie looten sollte. Dass ich nicht das Inventar voll habe und dann nichts mehr aufnehmen kann. Das wäre auch lame. Federn. Nee, Federn waren hier. Zack, hier haben wir diese Körner. Wassermelone und Dings nehme ich mal mit. Das kann ich dann essen. Und hier die Steine, da kann auch nochmal weg. Paddel kann weg und Angel kann weg. Paddel, Angel. Hammer kann eigentlich auch weg. Mach ich jetzt auch gerade nicht. Das nehme ich mit. Fischis sind fertig gleich. Dann noch ein Schluck Wasser. Das füllen wir nochmal auf. Damit auch gleich Wasser da ist, wenn wir hier durstig zurückkommen. Und Fischis sind fertig. Bam, bam, bam. Alles klar. Dann geht's mal auf. Ah, shit, ich hätte... Ah, warte mal. Wo ist denn der Aufgang? Da. Und auch noch gleich ein bisschen looten, aber wir gucken erstmal. Da, alter Schwede, habt ihr das gesehen? Was für ein mieser Angriff das war. Okay. Alles unter Wasser hier. Komm mal, hi. Da ist er wieder. Wie nennst du dich eigentlich? Ist ja gar nichts. Loser Hai. So, also, da muss ich natürlich irgendwie rauf. Da kommt schon der Hai gleich, pass mal auf. So. Hier ist doch sicherlich irgendwo die Möglichkeit für mich, da mal hochzukommen, oder? Kann ich in die Räume rein? Wo geht's hier hoch? Da ist eine Treppe. Ist hier im Inneren irgendwo eine Treppe? Mal gucken. Hier rein. Irgendwo geht's auf jeden Fall hoch. Okay, warte mal. Das ist doch Quatsch. Geil, eine neue Notiz hinzugefügt. Das ist schon mal sehr interessant. Wieder was gefunden. Das würde mir nur noch helfen, wenn ich einen Ort finde, an dem ich hochkomme. Ah, wo ist der Hai? Muss ich da mit dem Schiff näher ran, ja? Wahrscheinlich ist das die einzige Möglichkeit. Da muss ich nochmal umparken. Ist ehrlich gesagt ein bisschen nervig, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Oder? Ah, so, da geht's. Okay, hier ist eine Lücke im Dings. Bruce, you bastard, I got you. Okay, so, dann wollen wir mal schauen, was es hier gibt. Zum einen Loot natürlich und zum anderen Informationen. Schrott. Gerne genommen. Schrott. Schrott. Ist das? Kunststoff? Ja gut, das brauche ich nicht so dringend. Wie riesig diese Schrottteile auf einmal sind. So, und hier sieht man schon, da muss ich so hochklettern, ne? Machen wir gleich. Und schau, ja gut, komm her. Was hier? Ah, noch ein Hinweis. Kann ich die lesen an der... Nee, wo hab ich die? Kann ich die denn nochmal lesen? Das weiß ich gerade auch nicht mehr. So, da muss ich dann weiter hoch. Erstmal hier. Ich werde vermutlich zwei, dreimal runterfallen und dann nochmal alles machen müssen.
So ist das halt. Mit Ansage. Caught a shark named him Bruce. Bruce, you bastard, I got you. Ah, okay, jetzt check ich das. Sehr lustig. Ja, Bruce. Was war's denn wohl für dich? Hm. Dann muss ich da jetzt von der anderen Seite noch hoch. Da, was haben wir denn hier noch Schönes? Hinweis? Noch eine Notiz? Müssen wir erstmal mal jetzt mir überlegen, wo ich die genau einsehen kann, die Notizen. Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Komm erstmal her, ist hier noch was? Achso, hier ist eine Leiter nach oben. Ah, hier geht's weiter, ne? Ah ja. Upp. Shit, jetzt muss ich nämlich da auf diese Leiter. Da werde ich jetzt wahrscheinlich zwei, dreimal runterfallen. Shit. So, warte mal, bevor ich... Da war eine Leiter, hier war da auch noch irgendwas. Warte mal. Hätte ich den nochmal eben hier gesehen. Ne. Egal. Gehen wir leider hoch. Und das Spielchen nochmal. Ist natürlich für so ein Spiel, was eigentlich nicht auf Jump'n'Run ausgerichtet ist. Ist immer ein bisschen tricky. Ah, fick die Henne. Dip, di, dip, di, dip. Dip, di, dip, di, dip. Ist natürlich mit so einem Speer in der Hand auch nicht so einfach, ne? Es sieht einfach aus, als es ist. Das kann ich euch mal sagen. Da muss ich aber auf jeden Fall rüber. Da führt kein Weg dran vorbei. Guck mal, bei Uncharted könnte ich jetzt hier hochklettern. Geht aber nicht. Ah! Oh, ein Schritt zur Seite direkt runtergefallen. Ich wollte ein bisschen Anlauf nehmen. Man muss sich richtig positionieren. Na. So. Okay. Warte mal. Shoot. Ist das gar nicht der, über den ich hier hochkomme? Dann muss ich da jetzt raufspringen. Ich probiere es mal. Ja. Klappt. Sehr gut. Hier gibt es noch ein bisschen Loot. Hm, jetzt wird es langsam dunkel. Das ist natürlich nervig. Loot. Warte mal. Das ist nicht das, was ich wollte. Da wollte ich hoch. Über die Kisten. Die Dunkelheit setzt ein. So, guck mal hier. Da wollte ich hin. Also, Utopia, genau. Das ist nämlich so eine, wird angedeutet wie so eine Stadt im Wasser. Ne? Ihr seht ja so Wolkenkratzer und so. Neue Notiz. Hinweis. Radio Tower Historian. Das war's, ne? Ja. Das ist tatsächlich das Einzige, was hier oben ist, dieses Whiteboard. Mir ist ein bisschen kalt übrigens. Ich zieh mir jetzt mal meine Jacke an. Während ihr euch hier diesen Hinweis anguckt, weicht meine Körperwärme zusehends aus meinem Körper. So. Schließe ich die Jacke. Kalt.
Warum ist mir noch einmal so bitter kalt? Okay. Mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. So, das war's. Irgendwie, leider. Und jetzt können wir wieder langsam zurück. So. Jetzt hat er wieder diesen Hüpfbug. Was ist das? Alter Schwede. Das ist nervig. Hallo. Der hört einfach nicht mehr auf zu hüpfen. Alter Schwede, das ist halt wirklich ein bisschen dumm. Ich komme hier gar nicht mehr durch die Türen. Das ist scheiße. Kannst du mal aufhören? Das gibt's doch nicht. Hör doch mal auf. Was? War das der Hai gerade, der mich so angemault hat? Ich kann nicht mal den Schrott aufnehmen. Hör mal auf zu hüpfen jetzt! Das... Okay, das gute alte Rumhacken auf Tastaturen. Das ist so strange. Da steht auch was, das würde ich gerne vorlesen. Robbie, boat's gone. Bastard Sharks is after me. Ach ja, Bastard Shark is after me. Gonna stay here until I find a way off this place, Mike. Tja. Ich befürchte, das ist alles nicht so einfach. Jetzt gehe ich mal zurück aufs Schiff und dann werde ich nochmal natürlich das ganze Schrott, was hier rumfliegt, mitnehmen. Ja, ja. Erstmal einen leckeren Schluck Wasser. Ja, ja. Und dann lichten wir den Anker wieder, wenn wir ein bisschen geschrottet, Blut geschrottet haben. Ich sehe was dabei, was ich drin brauche. Ja. Das Schrott sichere ich nochmal. Auf alle Fälle. Ist irgendwas passiert, dann will ich mich ärgern. Der Rest ist egal. So. Komm, das kann ich auch nachts machen. Aufpassen, dass der Hai mich nicht. Das berühmte letzte Wort. Komm her. Dann komm halt her. Ist wahrscheinlich schneller, wenn ich den jetzt einmal kurz platt mache. Zwei Stiche kann ich ihm immer geben. Eins ins Maul, eins ins Schwanz. Okay, fast ein bisschen spät. Aber wo ist er hin? Da. Wenn man das Timing einmal raus hat, dann macht, also hat man auch nicht mehr so viel Schiss vor dem, ne? Weil sonst ist das ja echt einfach nur Panik. Hier so, gerade in der Dunkelheit. Den zweiten habe ich jetzt nicht gesetzt. Jetzt bin ich unter meinem Boot gefangen. Den zweiten klappt manchmal nicht so. So, komm her. Du bist doch bald soweit. Erzähl mir doch nichts. Ja, okay, sehr gut. Jetzt haben wir den auch. Und dann können wir hier ein bisschen. So, tschüss, Bruce. In Ruhe looten. Denn hier lag ja doch einiges rum noch so auf dieser, diesem Geröllhaufen. Im Endeffekt doch schneller, als ständig wieder irgendwie sich in Acht nehmen zu müssen. Den einmal kurz Platz zu machen. Hoch, 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 hoch. Alter, was sind das hier für Geräusche? Habt ihr das gehört? Ich hoffe, das war eine clevere Werbeeinblendung von uns, die mich sehr erschreckt hat.
mal her, den nehmen wir auch nochmal mit. Okay. Hier noch direkt hier unter dem. Dieser Bohrinsel. Noch ein bisschen was rum. Ja, das wird es dann auch so langsam mal gewesen sein. Gehen wir gleich mal wieder rauf. Das Schiff. Und setzen unsere Reise fort. Hier ganz unten schon mal in den. Na, da sind auch noch Sachen drin, habt ihr gesehen? Da gehen wir auch noch mal rein. So. Möchte ich da durchs Fenster? Mal gucken. Komm ich nicht durch? Da ist eine Tür. Das hilft natürlich. Hab ich doch gesehen, dass hier noch was ist. Da, guck mal. Bam, Kiste. Ah, sehr geil. Das hat sich gelohnt, hier noch hinzukommen. Jetzt müssen wir mal schnell wieder hoch. Und zurück aufs Boot und wieder in den Wind. Anker lichten! Die Reise geht weiter! So. Komm her, ich komme hier manchmal nicht durch. Der Hai hängt da so. Dieses Schild hier, da laufe ich immer gegen. Den hätte ich ein bisschen höher setzen müssen. Das nervt. So, tschüss, liebe Station. Ich bin wieder unterwegs. Da hat der Hai schon wieder. Ach, ich hasse den Hai so sehr. Warum ist er so ein Arsch? So, den Hammer packen wir dahin. Ach, guck mal, können wir mal unser Haifilet. Können wir mal wieder braten hier. Habe ich da nicht auch noch eins? Nee. So, dann gibt es gleich leckeres Haifleisch. Das ist mir das liebste Fleisch. Einfach aus persönlichen Gründen. So, Plattform. Ach, Holz fehlt. So. Okay. Das ab und zu mal looten. Damit da wieder mehr Platz für neue Sachen ist. Okay. Hier ist nicht so viel angekommen. Sehr, sehr gut. Ich finde das prima. Nur, was mich nervt, ist, wir haben kein Lama. Immer noch kein Lama gefunden. Das war eigentlich der Job. Und Kugelfisch. Lama und Kugelfisch, beides nicht bekommen. So. 900. Das ist eine neue große Insel. Auf die werden wir aber automatisch zugetrieben, so ein bisschen. Man könnte jetzt. Oh, war das der Hai? Nee. Oder? Das klingt so ein bisschen ähnlich, wenn Sachen in die Netze gehen, klingt das ähnlich, als wenn der Hai da wütet. Okay, mal ein paar Sachen schon mal eintüten hier. Also, guck mal, ein bisschen mehr Holz. So, ist das nicht schön, wieder Holz zu haben? Ah, ist ein gutes Gefühl, oder, Leute? Seid doch mal ehrlich. Findet ihr auch ganz klasse. So, hier unseren Palmwedel da. Seide kommt auch mit rein. Eine Kartoffel. Und schöne Rohstoffe. Ah, wenn man hier immer noch mal Zeit, ein bisschen zu sortieren. Ich mache das jetzt, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache das jetzt irgendwie so. Alles, was irgendwie Eisen ist, kommt jetzt da rein. Und der Rest kommt da rein irgendwie. Alles, was irgendwie eine Eisenverwandtschaft hat. Sonst ist das alles Quatsch. Alles Metallische da rein. Den Rest, das Leder können wir mal auch hier lassen. Gucken wir uns auch nochmal raus. Was ist das irgendwie? Muss ja thematisch auch irgendwie alles stimmen, oder? Macht ja keinen Sinn. Sonst. So, ihr kommt dahin. Warum immer du nochmal bist.
Dip. Dip. Stein. So. Schön. Lehm. Genau, wir können auch mal ein paar. Ist das Schmutz? Ja, Sand. Ja, warte mal, womit mache ich nochmal die Ziegel? Da brauche ich doch auch so ein. Wie war das denn nochmal? Pass auf, da brauche ich. Womit mache ich nochmal die Ziegel? Nasser Ziegel, genau. Sand und Ton, ja. Sand und Ton, genau. Und dann muss ich die da einfach hinlegen zum Trocknen. Ja, so war das. Okay, dann schauen wir mal Metallbarren, dass wir die Sachen hier auch mal direkt wieder anschmeißen. Ja, geil, Metallbarren. Komm, wie viel Eisenklötze haben wir? Die machen wir mal direkt weg. Dass wir dann nachher genug haben. Die braten wir richtig schön. Oh, da ist ein kleines Floß da hinten. Oh, da gehen wir auch mal hin. Hm. Wer weiß, was da uns wartet. Wir müssen in die Richtung. Hm, müsste stimmen. Mal gucken. Guck mal, seht ihr das da? Da hat irgendjemand hat dort gelebt und ist dann vermutlich über Bord gegangen. Und hat uns dieses Floß hinterlassen. Auf welchem vermutlich nur eine schäbige Kiste ist mit schäbigen kleinen Sachen, die ich nicht brauche. Aber vielleicht ist ja auch irgendwas Tolles bei. Irgendwas fertig produziertes, eisenhaltiges. Das wäre doch prima für uns alle. So, mach mal zu hier. Mal ein bisschen Meter noch machen. Das dauert. Ja, währenddessen wird der hier angeschissen. Mein Hass auf dich ist in die Unendlichkeit gestiegen. Der einfach immer alles kaputt macht. So, wo ist das Floß? Da brauchen wir vielleicht mal unsere Schaufel hier, unser Paddel. Obwohl, nee, das geht auch so. Das war's schon. Es geht immer relativ schnell unter dann. Hat er sogar ein kleines Vogelnest. Ja, Anker wieder lichten und weiter geht die Fahrt. So. So, das können wir machen. Die sind fertig. Mehr. Nur zwei. Dann nehmen wir hier ein bisschen von dem Zeug. Sehen wir das schon mal. Ah, sehr schön. Guck mal, Leute. Mm-hmm. So, Holz. Schrott habe ich noch. Ah, sieht ja ganz gut aus. So, Hunger, Durst ist auch wieder dabei. Wir sind fertig. Sehr schön. Immer was zu tun. Keine Zeit, sich auszuruhen. Keine Zeit für Müßiggang. Von wegen irgendwie 35-Stunden-Woche oder sowas, ne? Vergesst es mal, Leute. So, wo ist mein Hai? Bam. Aufessen. Was hab ich denn hier noch? Die kann ich mal braten. Und dich. Bam. Bam, 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 bam. Wenn wir schon dabei sind. So. Das ist noch nicht fertig. Gut. Weiter geht's. Was? Hi. Da muss ich langsam mal einen neuen Speer herstellen. Sechs Planken. Genau. Das machen wir, den brauchen wir dann gleich, wenn der alte kaputt ist. Ja, schon mal, ich kann ihn schon mal direkt daneben setzen.
So, dann Haifisch, Kopf. Können wir demnächst auch mal wieder neue Haifischköpfe irgendwo anbringen. Wir können auch das Schiff mal weiter ausbauen. Wir können so ein bisschen noch mehr so Palmen bauen, dass wir unsere eigene Holzfabrik haben. Wir können auch theoretisch hier noch so einen hohen Palmweg. Wir können auch theoretisch von da ganz oben noch einen weiteren Steg komplett durchlaufend über alles hinweg. Aber das macht das Schiff nicht schöner. Schöner wird das dadurch nicht. Und im Idealfall brauche ich die Palmen gar nicht anzapfen. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich wollte da hinten reparieren. Dafür brauche ich jetzt wirklich wiederum ganz viel von dem Holz. Und auch ein paar davon noch. So, was schreibt ihr denn? Jetzt habe ich auch ein bisschen Zeit, mal ein bisschen mit euch zu quatschen hier. Unser Schiff muss schöner werden. Ein Heilkopfmuseum. Ja. Das Schiff muss schöner werden, sagt ihr. Findet ihr mein Schiff nicht schön oder was? Oder? Warte mal. Okay, jetzt muss ich jetzt mal checken, wie das war. Soll alles symmetrisch sein. Da kommen nach dem Ding kommt hier erstmal, okay. Also, da kommt erstmal noch Sonnenwand hin. Und hier war eine halbe dann wahrscheinlich, ne? So, oder? Ist richtig? Dann machen wir noch. Ne, erstmal eine Wand. Oder was mit Fenstern oder so? Ne. So, ne? So, so hatte ich das. Erstmal hier wieder Simons Zimmer reparieren, der mich nie besuchen kommen wird. So ist er halt. Der Simon. Und die anderen kommen ja auch nicht, ne? Hm? So. Hallo, warum geht das jetzt nicht? Die Herren? Hallo? Warum kann ich hier meinen Steg nicht wieder bauen? Hey! Hey! Warte! Was soll das denn? Ich will meinen Steg weiter bauen. Das gibt's doch gar nicht. Ah, da. So. So ein klein wollte ich immer nur, dass ich hier so einmal langlaufen kann. Ah. Ja, einen großen nehmen. So. Ja, für einmal rumlaufen können. Hier hat er auch wieder geräubert, der Hai. Ah, das nervt so. Alles ausbessern zu müssen, was der kaputt macht. Dass man den nicht einmal final irgendwie in einem dramatischen Endkampf den einfach mal platt machen kann. Das nervt mich kolossal. So, loot. Und Durst habe ich vor allen Dingen. Ja, was machen wir noch an dem Schiff? Bisschen bauen, oder? Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich finde, bauen macht auch immer Spaß. Das Bauen ist eigentlich viel geiler als Inseln zu erkunden oder so und sich darüber zu ärgern, dass man Vögel tötet und deren Körper verschwindet. Ich habe auch genug Ressourcen und alles. Was machen wir denn mal Schönes? Also. Könnten natürlich noch mehr Palmen machen. Könnten noch eine höhere Ebene bauen. Wir könnten da oben einen Palmgarten machen. Was haltet ihr davon, wenn wir da ganz oben... Leute. Wenn wir da ganz oben mal erstmal vielleicht einen Palmgarten noch errichten. Mal ganz hoch. Hier so, oder? Das sieht doch bestimmt ganz schick aus. Was brauchen wir denn für diesen Palmgarten? Dafür brauchen wir auf jeden Fall diese... wie ich mir einfach nichts merken kann, ne? Ah, wir können auch ein paar Stühle und so könnten wir nochmal aufbauen. Hier, diese Dinger brauchen wir. Ah, ey, das ist halt 6 Nägel. Okay, die macht man aus Schrott, aber das ist schon... Ja, sie wollen schon viel haben. Ernsthaft? So, schmeißt du das denn weg? Weil ich gar keinen Platz mehr habe. Lass mal Platz machen.
Leute. Ich hab zu viel Shit. Zu viel Shit. Was ja eigentlich grundsätzlich gut ist. Ah, ein Fischeintopfrezept. Das kann ich hier noch mit reinkleben. Ach, habe ich schon. Guck mal. So, da kann ich das noch. So, ja, genau. Wie mache ich das eigentlich mit den Notizen? Das ist eine sehr gute Frage. Mehr Plattformen am Wasser, gleich mehr Motoren, gleich mehr Treibstoff. Was? Mit Farbe. Wie fährt man Sachen an mit Farbe? Ja, genau. Genau, diese Notizen. Pass auf, wo habe ich diese Notizen? Sind die am Forschungstisch? Kann ich die am Forschungstisch lesen? Hier vielleicht? Pass auf. Öffnen? Nee. Wie mache ich das? Wo sind die? T drücken. Ah. Ah, geil. Wir haben den Motor so hart und so schnell wie möglich hochgejagt, aber ich glaube, er ist ausgebrannt. Wir haben es gerade noch bis zum Funkturm geschafft. Ohl sagte, das Boot ist unbrauchbar, doch ich kann es reparieren. Sie sind uns wahrscheinlich weit voraus, aber ich denke, die sind auf dem Weg nach Selene. Ich will nur das an einem Ort lassen, an dem es jemand finden kann. Wir haben das nicht versucht, verursacht, aber wir haben verdammt gut geholfen. Und bei Gott, wir werden versuchen, das in Ordnung zu bringen. Wir werden dort ankommen und wir werden den 12er und 24er abschalten. Wir werden Sparrow zurückholen. Und dann werde ich sie vielleicht fragen, ob sie mit mir ausgeht. Und sie wird mich nicht derart komisch angucken, als ob ich dieses Mal verrückt wäre. Ah, ja, ja, ja. Okay, was noch? Der Notruf wurde empfangen. Meines Berichts. Komm, ist tot. Schüsse in der Ferne. Boah. Mhm. Zack, Radio Tower. Leute, Hashtag 2713. Das ist ganz spannend. Was ist das? Achso, das ist. Ja, das ist der Radio Tower. Also 2 Monate haben sie daran gearbeitet. Und. Aha, aha. Ist ja echt spannend. Interessant. Was ist das? Wieso kann ich jetzt nicht zwischen denen? Was ist das? Hallo? Das will er irgendwie nicht. Keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund. Aber okay, das ist jedenfalls interessant. Naja, ich sehe dich an einem trockeneren Ort. Aber die Welt ist untergegangen, ne? Das ist halt so. Schade eigentlich. Ah, eine ganz schöne Welt, ursprünglich mal. Okay, also. Wollen wir jetzt was Geiles bauen? Öffnet erst, wenn ich da Notizen finde. Ja, wir können gar nichts mehr Geiles bauen. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Jetzt habe ich nur notdürftig repariert, was der Hai regelmäßig schrottet. Warte mal, das muss ich wieder ausklappen. Sonst komme ich nicht in den Strom rein. Wir haben leider gar nicht mehr so viel Zeit. Aber wir haben ja immerhin überhaupt mehr Zeit gehabt als gedacht, denn das ist jetzt ja doch schon echt verlängert worden. Batterie leer? Habe ich das angelassen aus Versehen oder was? Och, hör doch auf. Ich habe noch eine zweite Batterie, aber das nervt mich. Habe ich das aus Versehen angelassen? Da. Kann man die eigentlich wieder aufladen, alte Batterien? Ich weiß es nicht. Aber das ist doch Quatsch. Ich habe das wahrscheinlich echt aus Versehen angelassen. Ja, okay, also, ihr seht, da sind verschiedene Inseln noch. Geil, wir müssen Schluss machen. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Das war eine extra lange Ration Raft. Hat Spaß gemacht. Nächste Woche Donnerstag spielen wir es vielleicht weiter oder irgendwas anderes, wie wir Bock haben. Tschüss!